Ja, herzlich willkommen. Heute sind Menschen hier, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Sascha, hier auch nochmal. Ich muss gleich eins vorweg sagen, ich habe vor ungefähr 5 Wochen einen Vortrag hier gehalten. Den muss ich heute voraussetzen, weil das Ding ist modular aufgebaut. Das heißt, die meisten von euch kennen ihn schon. Wer ihn noch nicht kennt, der ist online, penzlina-runde.de. Da gibt es einen Vortrag, der heißt Mensch und Person. Das heißt, das Thema, was darin behandelt wird, muss ich heute voraussetzen, weil sonst würde das wirklich den Rahmen sprengen. Letztes Mal ging es um die Handlungsberechtigung. Wer ist handlungsberechtigt? Heute geht es um die Handlungsmöglichkeiten. So. Ist ein großes Thema zurzeit, Souveränität Deutschlands, Staatlichkeit und sowas. Und dann habe ich mich in letzter Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt, wie sich das denn in Mecklenburg gestalten könnte. Und bin da richtig tief eingestiegen. Wird wirklich viel Stoff. Ja? Also ich bin sehr froh, dass wir das aufnehmen, weil dadurch kann man sich nochmal anschauen, weil wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen mit Staatsrecht und Geschichte beschäftigen müssen, um wirklich in das Thema reinzukommen. Und um in das Thema Mecklenburg reinzukommen, schaut man im Internet natürlich erstmal so Mecklenburg-Vorpommern. Wo landet man dann? Wir landen bei Wikipedia. Und jetzt schauen wir doch mal, was Wikipedia uns denn zu Mecklenburg und Vorpommern zur Kenntnis gibt. Und da schreiben die: Entstanden ist der Name Mecklenburg-Vorpommern erstmals durch die Vereinigung des ehemaligen Landes Mecklenburg mit den westlich der Oder-Neiße-Linie gelegenen Gebieten und der Ausgliederung von Stettin und Swinemünde der früheren preußischen Provinz Pommern aufgrund eines Befehls der sowjetischen Militäradministration von Anfang Juli 1945. Anfangs kursierten verschiedene Bezeichnungen für das neue Verwaltungsgebilde, unter anderem Mecklenburg-Pommern und auch schon früh unter Ignorierung der pommerschen Landesteile einfach nur Mecklenburg. Letztere Bezeichnung wurde auf Anweisung der sowjetischen Besatzungsmacht ab dem 25. Februar 1947 verbindlich. Ja, das ist jetzt wieder mal so ein ellenlanger Text. Da ist eigentlich nur ein paar Dinge wichtig drin, wo man mal hinschauen muss. Entstanden ist Mecklenburg-Vorpommern aufgrund eines Befehls der sowjetischen Militäradministration. Das heißt, mit Ausübung fremder Staatsgewalt auf dem Territorium wurde Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet. Und dann heißt es weiter: Später wurde Mecklenburg auf Anweisung der sowjetischen Besatzungsmacht 47 verbindlich. Ne? Dann hieß das Land Mecklenburg. Ne? So wurde das, glaube ich, auch dann in der DDR noch fortgeführt, wenn ich richtig im Bilde bin. Jetzt ist hier noch ein Begriff drin. Da ist die Rede von Verwaltungsgebilde. Ne? Deswegen mein letzter Vortrag, da habe ich das ausführlich hergeleitet, wie sich das verhält mit Verwaltung und Staat. Hier nur der Hinweis: Ne? Verwaltung ist kein Staat. Ne, weil hier wird fremde Staatsmacht ausgeübt, so, und es wurde eine Verwaltung eingerichtet. Habe euch den Befehl mal mitgebracht, ne, weil es ist ja auch mal schön zu sehen. Hier wird also wirklich das Land Mecklenburg von der sowjetischen Militäradministration per Befehl festgelegt. So, dann schauen wir mal weiter bei Wikipedia. Da heißt es dann in der neueren Zeit: Erst mit der Neukonstituierung als Land in veränderten Gebietszuschnitt im Herbst 1990 erhielt das Land wieder die Bezeichnung Mecklenburg-Vorpommern. So, und ich lege ja immer großen Wert auf die deutsche Sprache, das heißt, ich nehme es mit den Worten ganz genau. Und dann frage ich mich natürlich, was heißt denn hier Neukonstituierung als Land? Ne, weil Neukonstituierung würde heißen Verfassungsgebung. Ne? So, und dann würde mich aber das Land stören. Also, ich sage, es war eine Reorganisation des Verwaltungsgebildes. Man hat das Land Mecklenburg genommen und hat das in eine neue Verwaltung überführt. Die Herleitung, wie gesagt, in meinem vorhergehenden Vortrag. Habe mir trotzdem mal die Mühe gemacht und habe mal das Land jetzt mal nachgeschaut im Köbler juristisches Lexikon. Ne? Wir wollen ja mal gucken, was Juristen so als Land sehen. Und da gibt es die Erklärung: Land ist im Staatsrecht der Gliedstaat des Bundesstaates. So, das ist die Erklärung, und dann wird gleich anschließend ausgeführt: Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Bundesländern, ja, die dann hier einzeln aufgelistet würden, hier unter anderem auch Mecklenburg-Vorpommern. So, hier wird jetzt der Eindruck erweckt, die Bundesrepublik Deutschland sei ein Bundesstaat im Staatsrecht. So, schauen wir mal richtig hin. Da ist die Rede von Gliedstaat des Bundesstaates. Ne, ist richtig, Artikel 20 Grundgesetz sagt ja, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer und demokratischer Bundesstaat. So, fragt man sich natürlich, warum ist jetzt hier wieder die Rede von Bundesländern, ja, nicht von Bundesstaaten oder Gliedstaaten. Ein Hinweis gibt es ja, Staatsrecht, ja, dass die Bundesrepublik Deutschland kein Staat ist. Siehe mein vorhergehender Vortrag, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmal ins Staatsrecht rein, ne? Was wir denn dazu finden können. Und dann kommen wir wieder zu der staatsrechtlichen Betrachtung, die kennt ihr ja schon. Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1973.
Im ersten Satz wird ein bisschen Verwirrung gestiftet. Ne? Das kennen wir ja auch schon, ne? Dass sie uns ein bisschen verwirren wollen, dass wir nicht so genau hinschauen sollen. Das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist als Gesamtstaat mangels Organe allerdings nicht handlungsfähig. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches. Ne? Das haben wir letztes Mal ausgiebig behandelt. So, dann ziehen wir uns jetzt hier wieder mal einen Punkt raus. Ne? Da heißt es, das Deutsche Reich existiert als Gesamtstaat. So, und da fängt ja in der Regel bei uns die Verwirrung schon an. Ne? Was ist denn dieses Deutsche Reich? Ist das Dritte Reich, also das Großdeutsche Reich? Oder ist das die Weimarer Republik? Oder ist das das Kaiserreich? Ne? Da müssen wir nochmal ganz genau hinschauen, was ist denn hier eigentlich mit Gesamtstaat gemeint? So, und wenn ich nach dem Gesamtstaat suche, hatten wir im letzten Vortrag auch schon, dann schauen wir doch einfach mal ins Staatsangehörigkeitsgesetz, weil da sollte ja drinstehen, welchem Staat wir angehören. Ne? Der Gesamtstaat müsste ja hier irgendwo vermerkt sein. Haben wir letztes Mal gefunden, nämlich in Form des Ausfertigungsdatums. Ne? Ausfertigungsdatum 22.07.1913. Und wir erinnern uns, vom Abdruck wurde abgesehen, ne? Artikel 50 Einführungsgesetz BGB, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. So, damit sehen wir jetzt erstmal, wo der Staat ist, nämlich der Gesamtstaat. Deutsches Reich hat das Staatsangehörigkeitsrecht von 1913. Vorkonstitutionelles Staatsangehörigkeitsrecht kann es nicht geben. Also wenn die Weimarer Republik eine neue Staatengründung gewesen wäre, hätte es auch ein neues Staatsangehörigkeitsrecht geben müssen, weil es ist ja ein neuer Staat entstanden, dem die Menschen angehört hätten müssen. Ist aber nicht der Fall gewesen. Also können wir sagen, der Gesamtstaat Deutsches Reich ist das Zweite Deutsche Reich und das ist das Kaiserreich. So, im Kaiserreich haben wir die Verfassung von 1871. Ne? Kaiserreich. Ich glaube, es gibt nur wenige Dinge, über die mehr Mythen und Legenden existieren, als über das Deutsche Kaiserreich, weil so wirklich Bescheid wissen tut da keiner. Und deswegen, weil wir auf der Suche nach Mecklenburg sind und Mecklenburg scheinbar Bestandteil von diesem Deutschen Kaiserreich ist, müssen wir uns jetzt erstmal das Deutsche Kaiserreich mal im Detail ein bisschen anschauen, wie ich vorhin gesagt habe, ja, von hinten durch die Brust ins Auge, von ganz oben, um einmal in Mecklenburg zu landen. Ist an der Stelle aber ganz interessant, weil wir sehen, wie das funktioniert und ich hoffe, das Verständnis für das Deutsche Reich wird damit wachsen. Weil es ist ein ziemlich interessantes Konstrukt, was ein gewisser Otto von Bismarck damals zusammengeschustert hat. Das Deutsche Reich ist ein Bundesstaat, das ist an der Stelle wichtig, haben wir vorhin schon mal gesehen, ein Bundesstaat. Und ein Bundesstaat, so stand es im juristischen Lexikon, ist zusammengesetzt aus verschiedenen Gliedstaaten. Und hier sehen wir die Gliedstaaten des Deutschen Kaiserreichs. Da haben wir einmal 4 Königreiche, dann haben wir 6 Großherzogtümer, 5 Herzogtümer, 7 Fürstentümer, 3 freie Städte und einmal das Reichsland Elsass-Lothringen. Das ist so ein bisschen gesondert zu betrachten, weil das ist ein freies Land, was quasi mit unter die Verwaltung des Deutschen Reiches fällt. Hier sehen wir schon, haben wir einmal das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin und hier haben wir einmal das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Aber um dahin zu kommen, müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das Gesamtkonstrukt funktioniert. Und da oben, diese Grafik ist übrigens auch wieder von Wikipedia. Da oben ist schon mal ein netter Hinweis, ne? Da ist nämlich dann tatsächlich auch die Rede von Bundesstaaten. Ne? Wir haben also einmal den Bundesstaat Deutsches Reich, das ist das Gesamtkonstrukt, und einmal haben wir die Bundesstaaten. Und wie das hier zusammenhängt, das schauen wir uns mal an, nämlich in der rechtlichen Natur des Deutschen Reiches. Das Deutsche Reich ist ein Bundesstaat aus 25 einzelnen Staaten und dem Reichsland Elsass-Lothringen. Das, was wir haben, ist ein Verbund von 25 verbündeten Regierungen. Wenn man mal in die Präambel reinschaut, da steht tatsächlich drin, die Hoheiten dieser Staaten schließen einen ewigen Bund. So, ewiger Bund hat gehalten von 1871 bis 1918, also ewig stelle ich mir irgendwie anders vor. So, aber da das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt hat, es ist existent und rechtsfähig und ist noch da, scheint es ein ewiger Bund zu sein. Ne? Zu unserem Glück, das werden wir noch sehen. Also es ist ein ewiger Bund aus 25 verbündeten Regierungen, nämlich 25 Staaten. Und das Präsidium des Bundes, das trägt den Titel Kaiser. Ich glaube, die größte Verwirrung besteht darüber, dass wir hatten einen Kaiser und das sei der absolute Monarch über das Deutsche Reich gewesen. Das ist nicht der Fall, sondern der Kaiser ist der Paris inter parem, heißt das, also ein Gleicher unter Gleichen. Er hat zwar den Vorsitz, also das Präsidium als König von Preußen, aber er ist unter den anderen 25 Regierungen gleichberechtigt. Ne? Das ist nur ein Titel. Nämlich das Präsidium des Bundes haben wir heute auch. Sein Statthalter heißt in der Bundesrepublik der Bundespräsident. Das ist nichts anderes. Das ist derjenige, der Gesetze in Kraft setzt, indem er seinen Otto drunter setzt.
das war die Aufgabe des deutschen Kaisers. Und der Titel ist eigentlich nur historisch erwachsen, nämlich aus dem Heiligen Reich Deutscher Nation, Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. So ist es richtig. So. Otto von Bismarck, der Reichsgründer, erklärt uns, wie dieses Konstrukt funktioniert. Der sagt nämlich, die Souveränität ruht nicht beim Kaiser, sie ruht bei der Gesamtheit der verbündeten Regierungen. Ne? Also diese Regierungen der 25 Staaten sind die Träger des Reiches. So. Und damit Träger der Reichsgewalt sind weder Kaiser noch die Bürger, sondern tatsächlich die 25 Einzelstaaten. Und in ihrer Gesamtheit sind sie auch Träger der Reichssouveränität. So. In internationaler Beziehung ist nur das Reich souverän, nicht auch der Einzelstaat. Das Deutsche Reich ist damit das Völkerrechtssubjekt. So. Okay. Grundlagen eines Staates. Ne? Wir haben hier 25 Staaten in einem Verbund. Jetzt müssen wir uns mal die Grundlagen auch dieser einzelnen Staaten anschauen. Die natürlichen Grundlagen des Reiches. Die natürlichen Grundlagen eines jeden Staates sind Land und Leute, Staatsgebiete und Volk. Ne? Das gehört dazu. Wenn ich kein Gebiet habe und kein Volk, kann ich keinen Staat gründen. Menschen bilden in ihrer Vereinigung das Volk. Das Staatsgebiet ist der nach außen gegen andere Staaten abgegrenzte Teil der Erde, innerhalb dessen sich eine bestimmte Herrschergewalt ausschließend betätigt. So, damit haben wir eine Definition von Staaten. Ne? Ein Staat, gemäß der Drei-Elemente-Lehre von Jelinek, anerkannter Staatsrechtler, hat sich mit der Thematik beschäftigt. Festlegung, drei Elemente braucht es für einen Staat. Es braucht ein Staatsgebiet, es braucht ein Staatsvolk und es braucht eine Staatsgewalt. Wenn diese drei Dinge erfüllt sind, liegt ein Staat vor. So. Das Reichsgebiet des Deutschen das Reichsgebiet des Deutschen Reiches besteht nach Artikel 1 der Reichsverfassung aus 25 Staaten. Wir haben also hier tatsächlich 25 einzelne Staaten, die wiederum ein größeres Konstrukt bilden. Und das ist nämlich genau auch der Punkt, wo zum Beispiel die verfassungsgebende Versammlung an ihre Grenzen stößt. Die versuchen für Deutschland eine Verfassung zu machen. Das kann aber nicht funktionieren, weil darunter liegen 25 Staaten. Und jedes dieser Staaten hat seine eigene Verfassung und damit schwierig daran zu kommen. So, die Gebietshoheit über diese einzelnen Staaten verbleibt bei der Staatsgewalt der einzelnen Staaten. Ja? Das heißt also, die Gebietshoheit über Mecklenburg bleibt in Mecklenburg. Hat das Reich gar nichts mit zu tun. Und die Gebietshoheit über Preußen bleibt in Preußen. Es gibt eine Ausnahme und das sind Gebietsveränderungen. Kein Bundesstaat des Deutschen Reiches darf Gebietsteile ohne Genehmigung des Reiches an einen außerdeutschen Staat abtreten oder aus dem Reichsgebiet herauslösen. Es ist hierzu ein die Reichsverfassung abänderndes Gesetz erforderlich. Also um Teile aus dem Reich herauszulösen, müsste die Reichsverfassung geändert werden. So, da gibt es ein schönes Zitat dazu. Ne? Theo Weigel, Schlesier-Treffen 1990 oder 1991, wo er den Schlesiern gesagt hat, es existiert kein völkerrechtlich wirksamer Akt, mit dem Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt wurden. Ne? Da ist, warum es nicht geht. Weil um Teile abzutrennen, müsste die Reichsverfassung geändert werden. Ist nicht erfolgt. So, damit der Gesamtstaat, Deutsches Reich. Hier ist, wo wir hinwollen. Ja? Da kommen wir aber noch nicht hin. Wir müssen uns jetzt mal von oben nach unten da durcharbeiten. Weil was sie gemacht haben, unser Freund Otto von Bismarck, ist es, ich habe mich wieder intensiv damit beschäftigt und je öfter ich mich und je tiefer ich mich mit der Reichsverfassung beschäftige, umso genialer wird das Konstrukt. Ja? Weil was sie wirklich gemacht haben, ist, sie haben das Ding so zusammengezurrt, es ist gar nicht zu sprengen eigentlich. Und das ist auch das Problem, ja, was gewisse feindliche Mächte im Laufe der letzten 100 Jahre hatten. Otto von Bismarck sagt dazu in seinen Gedanken und Erinnerungen, die Reichsverfassung sichert der deutschen Nation die völkerrechtliche Existenz. Ja? Weil das Kaiserreich, also das Gesamtkonstrukt, ist das Völkerrechtssubjekt nach außen und darunter liegen 25 einzelne Staaten, ja, die jede wieder ihre Existenzberechtigung haben. So. Es ist tatsächlich ein ewiger Bund der deutschen Völker ist geschlossen worden. Wilhelm Bazille, mit dem Buch habe ich hauptsächlich gearbeitet, ist ein ganz tolles Ding, weil es stellt in kleiner Übersicht das Reich sehr gut dar, schreibt dazu, eine Auflösung des Reiches wäre, abgesehen von Gewalt, nur auf reichsverfassungsmäßigen Wege, also mit Zustimmung des Reichstags, möglich. Ne? Das heißt, das Reich ist gar nicht so ohne weiteres aufzulösen. Außer, und hier gibt es wieder einen Nebensatz drin, ne? Außer durch Gewalt. So, und Gewalt heißt in dem Fall zum Beispiel durch Beseitigung der Rechteträger, sprich Völkermord an den deutschen Völkern. So, und da kann sich jetzt jeder mal selber zu Gedanken machen, angesichts der gegenwärtigen Situation.
das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich. Wir kommen jetzt wieder auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, hatten wir vorhin schon mal. Das Deutsche Reich ist nicht untergegangen, existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit und ist als Gesamtstaat mangels Organe nicht handlungsfähig. So, wenn das jetzt hier heißt, ist als Gesamtstaat nicht handlungsfähig, dann muss man sich natürlich fragen, warum ist es nicht handlungsfähig? Was ist passiert, dass es seine Handlungsfähigkeit verloren hat? Ja, und das kann man eigentlich an einem Datum festmachen. Und dieser Datum ist der 9. November 1918. Da gibt es mannigfaltige Gründe, warum dieser 9. November maßgeblich ist. Maßgeblich zum Beispiel deshalb, weil ein gewisser Scheidemann vom Reichstag aus die Republik ausgerufen hat, ohne dazu von irgendjemandem legitimiert gewesen zu sein. Oder am 12. November hat der damalige Reichskanzler Max von Baden hat sein Amt übertragen an Friedrich Ebert. Ja, das war Verfassungsbruch, ja, weil das kann er nicht. Der Reichskanzler wird vom Kaiser ernannt, der kann nicht einfach sein Amt übertragen. Dann hatten wir die Abdankung des Kaisers. Ist nicht vorgesehen in der Verfassung, ne? Steht nichts drin von Abdankung. Der Titel Kaiser steht dem König von Preußen zu. Also damit der Kaiser abdanken kann, muss der König von Preußen abdanken. Ne? Das soll ja erfolgt sein. So, aber jetzt muss man dazu wissen, die Abdankung des Königs von Preußen hat zwei Bedingungen. Erstens ist ein Regierungsakt erforderlich, das heißt, es muss ein Minister gegenzeichnen. Zweitens muss die Abdankung eines Königs von Preußen muss unbedingt erfolgen. Unbedingt bedeutet von innen heraus und nicht durch äußeren Zwang. So, was haben wir gesehen damals im November? Wir haben meuternde Marinesoldaten, wir haben Soldatenräte, wir haben unter anderem einen blutigen Putsch in München, da ist ja wirklich Blut geflossen, ne? Also das war alles andere als unbedingt. In der Summe dessen, was damals passiert ist, abgesehen davon, dass es völkerrechtswidrige Interventionen von außen gab, weil es gab ja Friedensangebote an die Alliierten, woraufhin der amerikanische Präsident an das deutsche Volk mitgeteilt hat, sie mögen doch bitte jetzt ihre bisherigen Beherrscher stürzen, weil die Alliierten werden keinen Frieden schließen mit der verfassungsmäßigen Regierung des Reiches. Das war ein Aufruf des US-Präsidenten. Also das ist eine völkerrechtswidrige Intervention, wenn jemand von außen solche Aufrufe startet. Also es gibt mannigfaltige Gründe, warum dieser 9. November einen Rechtsbruch herbeigeführt hat. Das kann man leicht zusammenfassen. Also erstmal das Verfassungsbruch, ne? Reichskanzleramt illegitim übertragen. Dann haben wir dadurch das Verlassen der Staatlichkeit. Ja? Wir sind jetzt Republik. Ja, so ohne Mandat, ohne Legitimation, ohne sonst irgendwas. Daraus resultierten dann übrigens die Freistaaten. Ne? So Freistaat Sachsen, Freistaat Preußen, Freistaat Bayern. So, da muss man auch mal wieder die deutsche Sprache mal ganz präzise nehmen. Was heißt denn Freistaat eigentlich? Ne? Ist das jetzt ein freier Staat oder ist der Staat frei von Staatlichkeit? Ne? Und das ist nämlich genau passiert. Es ist frei von Staatlichkeit, ja, weil die legitime Staatsgewalt wurde einfach beseitigt. So. Dadurch wurde eingerichtet eine Verwaltung im Handelsrecht. Das haben wir seit der Weimarer Republik eigentlich. Ne? Da ist kein Staatsrecht mehr, weil am 9. November kam es zum Stillstand der Rechtspflege. Ne? Das heißt also, seitdem wird an den gültigen Sätzen nichts mehr geändert. Es ist nur noch sogenanntes geltendes Recht. Und geltendes Recht ist immer das, das mit Gewalt durchgesetzt wird. So. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, nämlich dieser Stillstand der Rechtspflege. Weil, wenn wir jetzt nochmal in das Urteil da oben schauen, da steht da drin, das Deutsche Reich besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit. Das heißt, hier ist zwar die Rechtspflege zum Stillstand gekommen, aber der Staat an sich ist noch rechtsfähig. So, da fragt man sich natürlich, wodurch ist er rechtsfähig? Nämlich rechtsfähig durch seine Rechteträger. Siehe der andere Vortrag, Menschen und Personen, ne? Deutsche gemäß Rustag. Ne? Das sind die Rechtsträger. Ja? Und durch die Rechtsträger, also durch uns Deutsche, ist auch das Deutsche Reich noch rechtsfähig, dadurch, dass wir Staatsangehörigkeiten besitzen. Bräuchten wir eigentlich nur handeln. Und das ist nämlich genau der Punkt, die Rechtsfähigkeit. Ja? Mangels Organe sind wir nicht handlungsfähig. So, wir sind zwar rechtsfähig, aber uns fehlen die Organe, um handeln zu können. Dann müssen wir fragen, was müssen wir tun? Ne? Wir müssen die Staatlichkeit wiederherstellen, das heißt die Handlungsfähigkeit durch Reorganisation wiederherstellen. Ne? Und jetzt wieder, ne? Hier die deutsche Sprache. Mangels Organe, nicht Handlungsfähigkeit, Reorganisation. Deswegen habe ich das hier mal groß geschrieben. So. Also wenn wir es reorganisieren wollen, dann müssen wir uns jetzt mal die Organe anschauen. Ne? Mal schauen, was können wir denn reorganisieren, wir Rechteträger. Da schauen wir uns erstmal die Organe im Reich. Ja, vielleicht reicht das ja schon. Präsident des Bundes, Kaiser zum Beispiel. Ne? Da gibt es jetzt so fixe Ideen, ja, wir können ja einen Reichsverweser wählen oder sowas. Ne? Habe ich aber vorhin schon gesagt, ne? Na, die Souveränität liegt aber nicht beim Kaiser. So einfach wird das nicht sein. So. Reichskanzler, ne, wird vom Kaiser ernannt, wie ich gesagt habe, der hat sein Amt einfach illegitim übertragen.
ist auch ein Organ im Reich. Dann haben wir den Reichstag, der wird durch die 25 deutschen Völker, nämlich die Völker in den Einzelstaaten, wird er gewählt. Das ist die Volksvertretung. Ne? Vielleicht wird es ja reichen, wenn wir jetzt Reichstagswahlen machen oder so. Ne? Ich fürchte, nein, wird auch nicht reichen. Und dann haben wir noch den Bundesrat aus 25 Bundesstaatenregierungen. Ne? Also das ist eigentlich die, im Bundesrat sitzen die Vertreter der Souveränität des Reiches. Wieder Otto Bismarck. Ne? Die Souveränität ruht nicht beim Kaiser, sie ruht bei der Gesamtheit der verbündeten Regierungen. Also so ganz einfach wird das nicht mit der Reorganisation des Reiches, zumindest nicht von oben. Ja, weil Träger der Reichsgewalt sind weder Kaiser noch Bürger, sondern die 25 Einzelstaaten. In ihrer Gesamtheit sind sie Träger der Reichssouveränität. Hier steckt schon ein kleiner Hinweis drin. Ne? Träger der Reichsgewalt sind die 25 Einzelstaaten. So, da würde es jetzt mal Sinn machen, ja? Weil wenn da die Gewalt, ne? Staatsgewalt ist Teil der Drei-Elemente-Lehre, wenn die Reichsgewalt in den Einzelstaaten steckt, dann müssen wir jetzt mal in die Einzelstaaten reingucken. Ja? Vielleicht entdecken wir dann ja Organe, die wir wieder verwenden können. Wir haben ja 20 konstitutionell monarchische Staaten im Deutschen Reich, ne? Plus die drei Städte, Freien und Hansestädte, plus zweimal Mecklenburg. Das ist bei uns nicht der Fall, aber das werden wir später noch sehen. Aber es gibt auf jeden Fall erstmal 20 konstitutionell monarchische Bundesstaaten. So, und dann schauen wir uns mal an, wie das im Großen funktioniert, damit wir eine Idee davon bekommen, wie das in Mecklenburg funktionieren kann, weil in Mecklenburg laufen die Dinge ein bisschen anders. So, aber das Reich ist ja groß und Mecklenburg ist klein. Also macht es wirklich Sinn, da mal hinzuschauen. Haben wir also in jedem dieser Bundesstaaten haben wir einen Monarchen, ja, einen König, einen Großherzog, einen Fürsten. Und das ist der Träger der Staatsgewalt. Ne? War früher mal im Mittelalter König hat gesagt, Kopf ab, dann ging der Kopf ab. Ne? War also absolut regierender Monarch. Dann nach der Französischen Revolution und dem Befreiungskrieg von Napoleon gab es ja auch in Deutschland Demokratiebestrebungen, ne, wo dann von 1830, meine ich, bis 1860 wurden dann in den einzelnen Bundesstaaten tatsächlich Verfassungen verabschiedet, die dann wiederum die Herrschaft eben dieser Monarchen in ihren Rechten beschränkt haben. Da haben die Könige gesagt, ja gut, ehe es uns geht wie Ludwig und man macht uns den Kopf ab, übertragen wir doch vielleicht lieber ein paar Rechte an das Volk und verzichten ein bisschen so und machen weiter, ne, mit Kopf. So, das heißt, da wurden dann in diesen 20 Staaten wurden die Herrschaften der Monarchen wurden beschränkt durch Verfassungen. Ne? Und Verfassungen, da lohnt es sich wirklich mal ein bisschen näher hinzuschauen. Und ihr wisst ja, ich bin Preußen-Fan. Ja? Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal schnell ein paar Dinge in der preußischen Verfassung an. Ja? Und ich bin sicher, ihr werdet erstaunt sein, weil man verkauft euch das Grundgesetz als immer so tolle Errungenschaft, weil da stehen ja so tolle Dinge drin. Ne? Dann schauen wir mal in die preußische Verfassung von 1850. Ja? Zum Beispiel von den Rechten der Preußen. Artikel 4. Alle Preußen sind vor dem Gesetz gleich. So was Ähnliches finden wir, glaube ich, im Grundgesetz auch. Ne? Da heißt es dann, glaube ich, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Oder Artikel 6. Ne? Die Wohnung ist unverletzlich. Ne? Kennen wir auch irgendwie. Ja? Ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Steht zwar auch im Grundgesetz so, aber meine Wohnung ist verletzt worden. Das kann ich euch sagen. So. Artikel 10, gehe ich nicht weiter darauf ein, möchte ich nur mal, dass ihr das zur Kenntnis nehmt. Ja, der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögenseinziehung finden nicht statt. Was sich dahinter verbirgt, ist wirklich interessant. Aber das könnt ihr selber rausfinden. Ja? Artikel 12, die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, also Religionsfreiheit, ne? Haben wir auch im Grundgesetz. So, ist nichts Unbekanntes. Kommt aus der preußischen Verfassung. Artikel 20, Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. So. Oder 27, ne? Meinungsfreiheit. Da gibt es, glaube ich, gerade Probleme mit Artikel 5 in der Bundesrepublik auf jeden Fall. Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstellung seine Meinung zu äußern. Zensur darf nicht eingeführt werden. Ne? Es gibt Beschränkungen in der Presse, so, aber das ist eigentlich nur beiläufig. Ne? Meinungsfreiheit, preußische Verfassung. So. Artikel 29, ne? Versammlungsfreiheit, hatten wir letztes Mal auch schon. Ne? Alle Deutschen sind, ne? Haben das Recht, sich zu versammeln. Gibt es auch in Preußen, preußische Verfassung, so Briefgeheimnis, ja, steht im Grundgesetz, Artikel 10, ne, Brief- und Postgeheimnis, so, was die wenigsten wissen, es gibt ein Artikel 10 Gesetz zum Grundgesetz und da sind die ganzen Ausnahmen drin gelistet, ja, also unter welchen Umständen man das dann doch verletzen darf, hier nicht, ja, hier steht, das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Dann gibt es natürlich aber immer noch auch einen König in Preußen, ja, der behält auch gewisse Rechte, ist auch gut so. Ja, da heißt in Artikel 43, die Person des Königs ist unverletzlich. Ne? Nochmal so, 9. November, Putsch, ja? Nee, P
Person des Königs ist unverletzlich, aber ja, Herrschaft ist beschränkt. So, das heißt, in der Verfassung wurde dann Artikel 41 eingeführt. Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Regierungsakte des Königs bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung eines Ministers, der dadurch die Verantwortung übernimmt. Das heißt, es gibt tatsächlich jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Der ist dann auch greifbar. Ne? So, das heißt also, mit der Verfassung waren diese Monarchen in diesen 20 Staaten jetzt nicht mehr so absolut regierende Monarchen, ja, sondern sie waren beschränkt in ihrer Herrschaft. So, und das geht ziemlich weit und das schauen wir uns gleich mal an. So, die Organe in diesen Staaten, also die Herrschaft beschränkt durch Verfassung, Regierung gebildet aus Ministern, haben wir gerade gesehen, ne, ganz oben im Staat. Dann haben wir einen Landtag, in der Regel gewählt vom Volk, ne, da gibt es Wahlgesetze und sowas, wie der Landtag sich zusammensetzt. Der Landtag sitzt dann der Regierung gegenüber, ne, also Volkeswille gegen Monarchenwille. Dann haben wir darunter angesiedelt einen Amtsorganismus und die Staatsbehörden. So, und darunter kommen die Kommunen. So, und da können sich die wenigsten was drunter vorstellen, außer die, die den real existierenden Kommunismus erlebt haben. Ne? Aber es sind die wenigsten hier. Kommunen kommt vom lateinischen Communis und heißt gemeinsam. Ja? Das ist schon mal wichtig, weil steckt auch die Gemeinde mit drin. Die unterste Stufe der Kommunen sind nämlich eben die Gemeinden. So, und zwar in Stadt und Landgemeinden. Die Kommunen näher anzuschauen lohnt sich wirklich, ja, weil da steckt eine ganze Menge drin, aus der wir was ziehen können für uns. Da heißt es, Kommunen sind Teile des Staates, welche eine Organisation als besondere politische Gemeinwesen besitzen, mit der Befugnis, gewisse öffentliche Angelegenheiten zu besorgen. Ne? Wesentliche Punkte in dieser Aussage, Staatsorgan. Ne? Mangels Organe handlungsunfähig und hier heißt es, wir haben Staatsorgane in den Kommunen mit der Befugnis, gewisse öffentliche Angelegenheiten zu besorgen. Also scheinbar werden hier irgendwelche Rechte an die Kommunen übertragen. Das schauen wir uns noch mal ein bisschen näher an. Was sind denn diese Kommunen eigentlich? Die Kommunen besitzen eigenes Vermögen. Innerhalb ihres Gebietes steht ihnen die Ausübung von Herrschaftsrechten zu, also Staatsgewalt. Sie sind also Rechtssubjekte des Privatrechts und des öffentlichen Rechts. Sie besitzen ferner eigene Organe, welche ihre Willen repräsentieren. Diese Organe gehen aus Wahlen der Angehörigen der Kommunen hervor. Hm? Haben wir vorhin gesehen, drei Elemente-Lehre von Jelinek. Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt. Alles das finden wir in den Kommunen. Ja? Hier nochmal zusammengefasst, erinnern wir uns. So, das heißt also, die Kommunen sind tatsächlich kleine staatliche Gebilde innerhalb eines großen Staatswesens. Daraus ist im Reich die sogenannte staatliche Selbstverwaltung erwachsen. Ja, und das ist ein ganz interessanter Punkt. So stehen sehr interessante Sachen drin. Ich habe das ein bisschen verkürzt, weil ich wollte es nicht zu umfangreich machen und habe wirklich nur die relevanten Dinge rausgezogen. Da heißt es, indem die Selbstverwaltung die Staatsangehörigen zu regelmäßiger Beteiligung an den Staatsgeschäften zwingt, erzeugt sie in ihnen den Staatssinn und die politische Bildung, welche die notwendigen Grundlagen des konstitutionellen Staatslebens sind. Und hier steckt ja wirklich eine ganz interessante Aussage drin. Ne? Die Staatsangehörigen werden zu regelmäßiger Beteiligung an den Staatsgeschäften gezwungen. Ja? Es ist also nicht so, dass man die Wahl hat oder so, sondern nein, den Kommunen wird das übertragen. Ihr müsst euch selber um euren Scheiß kümmern. Ja? So ist das geregelt. Das ist die Selbstverwaltung, die staatliche. Indem die Selbstverwaltung die Erledigung vielfacher Verwaltungsangelegenheiten in die Hände von Personen legt, welche von der Zentralregierung unabhängig sind, macht sie eine schrankenlose Herrschaft derselben unmöglich und verhindert die Handhabung der Staatsgewalt im Sinne der regierenden Partei. Ich glaube, an diesem Punkt haben wir heute ein kleines Problem. Ist nur so mein persönlicher Eindruck vielleicht. Ja? So. Hier ist auch wieder ein ganz interessantes Ding drin. Ne? Ich hebe das nochmal raus. Personen, welche von der Zentralregierung unabhängig sind. Das heißt, hier agieren auf kommunaler Ebene, agieren Personen, ne, wo kein Einfluss von oben erfolgt. Ne? Das ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Hat wahrscheinlich schon der ein oder andere von euch mal gehört, weil das Subsidiaritätsprinzip, nämlich diese Selbstverwaltung, haben wir auch im geltenden Recht. Das haben wir nämlich heute noch. Ne? Das gibt es im EU-Recht. Ich habe es nicht gefunden, weil die haben da irgendwas geändert. Ist sehr kompliziert, sich durch diese ganzen EU-Vorschriften und Verordnungen da durchzukämpfen. Aber ich glaube, es reicht, hier im Grundgesetz zu gucken. Artikel 28 Absatz 2. Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung. Das heißt, wir haben das Subsidiaritätsprinzip tatsächlich noch im geltenden Recht.
Ja, heißt hier, die Gemeinden haben das Recht im Rahmen der Gesetze. So. Und wenn jetzt hier heißt, im Rahmen der Gesetze, das ist nicht weiter spezifiziert, welche Gesetze damit gemeint sind. Ne? Wir erinnern uns, Artikel 50 Einführungsgesetz BGB, heißt, die Vorschriften der Reichsgesetze bleiben in Kraft. Das heißt, die Gemeinden haben das Recht, in eigener Verantwortung geltendes, aber auch gültiges Recht anzuwenden. Ne? Das heißt also staatliches Recht, in diesem Fall Recht aus den staatlichen Gemeinden im Kaiserreich. So, das Gleiche steht auch nochmal in den Verfassungsgrundsätzen. Ja? Die Bundesrepublik, es heißt ja immer, das Grundgesetz sei eine Verfassung, ich habe da meine Zweifel dran, ne? Ein Beleg dafür könnte sein Strafgesetzbuch, Paragraph 92, da stehen die sogenannten Verfassungsgrundsätze für die Bundesrepublik Deutschland drin. Und da heißt es, im Sinne dieses Gesetzes sind Verfassungsgrundsätze die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. Ne? Das heißt, die Regierung ist ablösbar, nämlich durch die Volksvertretung, nämlich durch uns. Wenn wir sagen, wir wollen nicht mehr von euch verwaltet werden, wir wollen uns wieder um unseren Scheiß kümmern, dann können wir das auf kommunaler Ebene selber machen. Ne? Wenn uns unterste Stufe der Kommunen, also Volksvertretung, sind die Gemeinden. Ne? Und jetzt schauen wir nochmal rein in die Gemeinden. Ja, Gemeinden sind die kleinsten politischen Gemeinwesen. Ihnen obliegt die Verwirklichung politischer Aufgaben mit Beschränkung auf ihr Gebiet. Jedes Grundstück im Staat gehört einer Gemeinde an, sodass das ganze Staatsgebiet in Gemeinden restlos geteilt sind. Das Gebiet der Gemeinde heißt Markung. Ne? Und hier ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt drin, Staatsgebiet in Gemeinden. Das heißt, in der Gemeinde liegt staatlicher Boden so, und die Summe aller Gemeinden ist der Staat. Ne? Das heißt also, der Staat hat sich wirklich aufgeteilt in Gemeinden und da gibt es sowas wie Selbstverwaltung. So. Das Staatsgebiet in den Gemeinden heißt Markung und das ist die sogenannte staatliche Gebietskörperschaft. Ne? Innerhalb der Markung hat die Gemeinde die Verwirklichung politischer Aufgaben zu erfüllen. Ne? Aufgaben heißt, es wurde ihnen aufgegeben. Ne? Also jemand hat gesagt, ihr müsst euch um euren Scheiß selber kümmern. Die Aufgaben schauen wir uns jetzt auch mal näher an. Ja? Die Gemeinden besitzen Vermögen, haben eine eigene Finanzverwaltung und vielerlei Aufgaben auf dem Gebiet der Verwaltung, namentlich. Und jetzt geht das los, hab das mal rausgestellt, zum Beispiel die Ortspolizei. Und das ist tatsächlich ein Polizeiamt mit Gewaltmonopol. Ja? Das heißt also, der Gemeinde obliegt das Polizeiamt. Das heißt, wir sind verantwortlich für unsere eigene Sicherheit und haben dafür das Gewaltmonopol bekommen. Da fallen andere Dinge drunter, wie zum Beispiel das Unterrichtswesen, ne, mit dem Schulamt oder das Standesamt oder das Armenwesen, ne, also Sozialamt, Wege- und Straßenhaltung und so weiter. Das hier, wie ich vorhin schon gesagt habe, das orientiert sich jetzt wirklich an 20 konstitutionell monarchischen Staaten im Deutschen Reich. So, wie das im Einzelnen geregelt ist, ist von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, ne? Steht in den Gemeindeordnungen und Stadtordnungen und jeweils unter der jeweiligen Landesverfassung in dem Bundesstaat. Ne? Aber so im Prinzip, dieses hier, das gilt für alle 20 konstitutionell monarchischen Staaten. Ja, wie kann man jetzt so eine staatliche Gemeinde reorganisieren? Ja, das ist im Prinzip ganz einfach. Ne? In der Regel braucht man dazu die Gemeindemarkung am 27.07.1914. Wenn ich sage 27.07.1914, dann fragen die Leute immer, warum? Warum ausgerechnet dieses Datum? So, das ist ganz einfach. Am 28.07.1914 begann der Erste Weltkrieg. Ja? Da hat das Deutsche Reich zwar noch nicht teilgenommen, so, aber das begann mit der Kriegserklärung von Österreich. So, das heißt, das ist der Stichtag, an dem ein Krieg ausgebrochen ist, der sich ausgeweitet hatte zu einem Weltkrieg. Und dieser Weltkrieg wurde bis heute nicht legitim beendet. So, und da gibt es im Völkerrecht gibt's diese Regel, die nennt sich Status quo ante bellum, also der Stand vor dem Kriege. Und das ist genau dieser Stand, das ist der Tag vor Kriegsbeginn. Ne? Das heißt also, akut und wirklich staatlich und völkerrechtlich legitim ist der Tag vor Kriegsbeginn und das ist die Gemeindemarkung am 27.07.1914. Das ist das Gebiet der staatlichen Gemeinde. Dazu, wie ich eben schon geschildert habe, eine Gemeindeordnung im gleichen Rechtsstand, ne? Weil danach herrscht Krieg. So, das heißt, wir nehmen also den letzten legitimen Stand ohne Gewalteinwirkung, kann man sagen. Und dann braucht es bis zu 27 Gemeindebürger mit Handlungswillen. Ja, es braucht also, es ist ganz unterschiedlich von Bundesstaat zu von Bundesstaat zu Bundesstaat, deswegen steht hier bis zu 27. In Preußen zum Beispiel braucht es mal 5, mal 7. Ja? Dann braucht es in anderen Bundesstaaten braucht es 11 Mann, ja, die Handlungswillen haben, aber es braucht eine doppelte Mannschaft, quasi eine, ja, wie soll man sagen, eine Ersatzbank in gleicher Stärke. Ne? Du brauchst also 2x11, 22 Mann mit Handlungswillen, um das erfüllen zu können. Es sind also bis zu 27 reichen in der Regel.
in Preußen sogar nur 5 manchmal oder 7. So. Und wenn man das alles hat, man hat die Gemeindemarkung, man hat die Gemeindeordnung und ein paar Gemeindebürger. Und bei Gemeindebürger muss man jetzt genau aufpassen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Kontakt mit der Gemeinde Neuhaus hattet. Ja? Die machen ja auch so Gemeindereorganisation. Nach meinem Kenntnisstand ist das nicht so ganz sauber gelaufen, weil die machen das so, dass da melden sich Leute mit ihrer juristischen Person in der Gemeinde an, ja, und handeln dann. Ja, und das funktioniert aber nicht. Es müssen tatsächlich, je nach Gemeindeordnung, da steht drin, wer Gemeindebürger ist und welche Voraussetzungen er zu erfüllen hat. Manchmal muss man 3 Jahre seinen Wohnsitz in der Gemeinde haben, um Gemeindebürger werden oder um die Gemeindebürgerrechte zu bekommen. Ja, das heißt also erst, wenn ich wirklich mit meinem Hintern 3 Jahre in Penzlin gesessen habe, dann bin ich hier Gemeindebürger. Ne? Das steht da bei der Gemeindeordnung drin. Oder wenn jemand seine Steuern nicht bezahlt hat, ne, dann wird ihm das Gemeindebürgerrecht entzogen. Da muss man wirklich genau hingucken, wer ist dieser Gemeindebürger. Eins haben die Gemeindebürger alle gemeinsam. Ja? Sie sind Deutsche, ja? Also nach Abstammung, nämlich nach Rustag 4.1. Das heißt, handeln darf wirklich nur, wer deutscher Abstammung ist, also Indigenat des Deutschen Reiches. Und das ist die Grundvoraussetzung, das ist die Handlungsberechtigung. Ja? Und erst wenn diese Leute die Handlungsberechtigung haben und besitzen, Handlungswillen entwickeln, dann kann sich an der Stelle was tun. Okay, nehmen wir an, wir haben die Gemeindemarkung, wir haben die Gemeindeordnung und wir haben ein paar Gemeindebürger mit Handlungswillen. Dann ist es tatsächlich so, wir haben jetzt eine rechtsfähige Gebietskörperschaft erlangt. Ja? Das heißt also, diese Gemeindemarkung im staatlichen Recht taucht wieder auf und wird wieder rechtsfähig, ne, weil sie nach Gemeindeordnung reorganisiert ist. Das reicht jetzt aber noch nicht, um die Gemeinde komplett wiederherzustellen, sondern dazu bedarf es dann tatsächlich noch die Zustimmung der Gemeindeangehörigen. Ne, wir haben da draußen hier, die lassen sich alle schön verwalten von der Treuhandverwaltung. Die müssen sagen, ja, nee, wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt wieder selbstständig und auf staatlicher Basis für uns selber handeln. Ne. Es ist ein demokratischer Prozess. Das kann man nicht ändern. Hier heißt es auch wieder Gemeindeangehörige. Ne? Das ist wieder das gleiche Prinzip. Also der Deutsch mit Personalausweis ist kein Gemeindeangehöriger. Wer Gemeindeangehöriger ist, steht explizit drin. In der Regel ist es so, in den Bundesstaaten des Deutschen Reiches, Frauen zum Beispiel hatten noch kein Wahlrecht. Ja? Wäre so ein Punkt, den müsste man ändern, wenn man das reorganisiert. Ja? Aber erstmal muss man zurück auf den gültigen Punkt. Das heißt also, Gemeindebürger sind in der Regel sowieso nur Männer. Zu den Gemeindeangehörigen gehören dann allerdings auch die Frauen. Ne? Vorausgesetzt, sie haben die richtige Abstammung, nämlich die Deutsche. So, wenn es das alles hat, ja, dann ist die Geschäftsfähigkeit auch erlangt. Tada! Staatliche Gemeinde reorganisiert, die Regierung, Treuhandverwaltung abgelöst. Ja. So steht es drin, 92 Verfassungsgrundsätze, Ablösbarkeit der Regierung durch die Volksvertretung. Ne. Also in Preußen, ne, wäre das ein ganz einfaches Ding. Es braucht 5 bis 7 Leute, die wirklich sagen, jawohl, wir wollen das jetzt wieder herstellen. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch Überzeugungsarbeit. Es ist ein ganz einfacher Weg. Jetzt sind wir aber nicht in Preußen, sondern wir sind in Mecklenburg. So, und es gibt da dieses angebliche Zitat von Otto von Bismarck. Ich habe es wirklich versucht zu verifizieren, es lässt sich nicht verifizieren. Ich traue ihm hundertprozentig zu, dass er es gesagt hat. Ja, also, und ich glaube, ich kenne ihn ganz gut. Der hat gesagt, wenn die Welt untergeht, so ziehe ich nach Mecklenburg, denn dort geschieht alles 50 Jahre später. Ne? Also, willkommen in Mecklenburg. Ne? Passt dann ja auch wieder irgendwie, ne? Der Ochse oder Stier oder wie auch immer. So, also wir haben gesehen, der Gesamtstaat ist existent, ja? Das heißt auch die Einzelstaaten des Deutschen Reiches sind existent. Das heißt, wenn wir über Mecklenburg sprechen, ne? Das heißt, wir machen jetzt den weiten Schritt von Mecklenburg-Vorpommern, diesem sowjetischen Besatzungskonstrukt, machen wir jetzt hin zu den Bundesstaaten Mecklenburgs. Das sind die Bundesstaaten Mecklenburgs am 27.07.1914, wie ich gesagt habe, ein Tag vor Ausbruch des Krieges, Status quo ante bellum. Ne? Dann sehen wir, das sind 2 Großherzogtümer, einmal Mecklenburg-Strelitz, einmal Mecklenburg-Schwerin. So, und der Krieg ist nicht beendet worden, der Gesamtstaat ist existent. Da kann man sagen, Mecklenburg am 27.07.1914 ist auch Mecklenburg am heutigen Tage, nämlich am 25.06.2018. Das liegt da und schlummert und wartet drauf, dass es Handlungswillige gibt, die irgendwas tun wollen. So. Und ich bin ja handlungswillig, ne? Ich bin ja immer ganz vorne dabei und habe mich auch schon jetzt eine ganze Weile damit beschäftigt, mit Mecklenburg. Habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, schon vor 2 Jahren. Alte Bücher in die Hand bekommen, ja, angefangen auf Verfassung Mecklenburgs, angefangen zu lesen, ja, nach 150 Seiten, wo ist denn die Verfassung? Das hat seinen Grund. Nochmal hier Bazille, der hat das sehr schön zusammengefasst in seinem Buch. Das zeige ich euch jetzt, ja.
ist sehr kompakt. Wir gehen dann in Einzelpunkten da durch. Also wenn ihr nicht alles sofort mitbekommt, ist nicht schlimm, weil wir arbeiten uns da wirklich durch. Hier heißt es, die Verfassung der beiden mecklenburgischen Großherzogtümer. Das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin ist ein abgeschlossenes Ganzes, während Mecklenburg-Strelitz aus zwei voneinander getrennten Teilen besteht, nämlich dem Herzogtum Strelitz oder dem Stargardschen Kreis und dem Fürstentum Ratzeburg. Ich zeige euch das nochmal kurz. Mecklenburg-Schwerin ist ein abgeschlossenes Ganzes, Mecklenburg-Strelitz ist der Stargardsche Kreis und das ist das Fürstentum Ratzeburg da drüben auf der anderen Seite. Warum auch immer, haben sie sich so geeinigt. Warum das so ist, steht jetzt hier in der Monarch, das heißt also der Landesherr. In beiden Großherzogtümern besteht die Linealfolge mit Erstgeburtsrecht. Beide großherzogliche Häuser sind durch Hausverträge verbunden. Im Fall des Aussterbens der einen Linie ist die andere Linie thronfolgeberechtigt. Beim Erlöschen beider Häuser geht die Thronfolge auf Preußen über. Finde ich auch nicht so ganz uninteressant, weil man weiß damit, irgendwann wird Mecklenburg an Preußen fallen. Ist aber noch nicht der Fall. So, dann weiter in der Verfassung. Die Stände. In beiden Großherzogtümern sind die auf Herstellung einer modernen konstitutionellen Verfassung gerichteten Bewegungen des 19. Jahrhunderts nicht zum Ziel gelangt. Ja? Ich hatte tatsächlich mal die Verfassung Mecklenburgs in der Hand, habe mich total gefreut, endlich die Verfassung gefunden. Ja? Das Problem an der Sache ist, die wurde zwar auch in Kraft gesetzt, aber die wurde dann wieder kassiert, nämlich auf Druck der Stände. Ja? Und wie das funktionieren kann, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir durch die Stände durchgehen. Auf jeden Fall ist das dann so gelaufen, dass der König von Preußen angerufen wurde als Schiedsrichter, ja, der zu entscheiden hatte, ist diese Verfassung, die jetzt hier für Mecklenburg gelten soll, ist das in Ordnung, wenn die so eingeführt wird oder nicht? Und der König von Preußen hat gesagt, nein, das geht so nicht, wie du das machst. Ja? Und damit wurde dann der vorherige Stand wieder eingesetzt. Und das ist tatsächlich, die Verfassung ist heute noch eine altständische. Ja? Schreibt hier Bazille, schreibt das 1906. Ich kann euch sagen, da hat sich auch bis 1914, 1918 nichts daran geändert. Es ist und bleibt eine altständische Verfassung. Das den Monarchen beschränkende Element sind die Landstände beider Großherzogtümer. Seit 1523 bilden dieselben eine gemeinschaftliche Körperschaft, die Landesunion. Ja, und wenn sie heißt 1523, dann könnt ihr euch vorstellen, was so eine altständische Verfassung ist. Ja, die kommt nämlich tatsächlich, das ist eine Organisationsform aus dem Mittelalter. So. Und da werden wir gleich mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Jetzt geht es nämlich eben um genau diese Stände. Da gibt es die Landstände. Die bestehen aus der Ritterschaft, die von allen Besitzern ritterschaftlicher Hauptgüter gebildet wird, und der Landschaft, welche 48 landtagsfähige Städte umschließt. Die Städte üben ihr Recht durch die Bürgermeister aus. Jeder Gutsbesitzer hat dasselbe Stimmrecht wie jede Stadt. Die Landschaft kann sich aber zu besonderen Beschlussfassungen vereinigen. Die beiden Monarchen berufen alljährlich im Herbst die Landtage nach Sternberg oder Malchin abwechselnd ein. So, der Rest ist eigentlich auch irrelevant. Ne? Ja, und dann haben wir noch die Staatsbehörden. Im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin bestehen vier Ministerien, die ihre Vereinigung das Staatsministerium bilden. Im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz ist die höchste Behörde das Staatsministerium zu Neustrelitz mit einem Staatsminister. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Außer den Stadtgemeinden gibt es nur in dem landesherrlichen Dominialbesitz politische Gemeinden. Die übrigen ländlichen Gemeinden auf den Gütern der Ritterschaft haben nur kirchliche Bedeutung. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Die Kommunen, die Gemeinden. Es gibt hier politische Gemeinden, allerdings nur in den Städten und im Dominialbesitz. Auf den Rittergütern ist das nicht der Fall. Und warum das so ist, werden wir auch gleich sehen. So. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen sehr kompakt, ja, weil er hat das wirklich knackig zusammengefasst. Wir schauen uns das jetzt nochmal im Einzelnen an und gehen da mal durch. Ne? Mecklenburg im Jahr 2018, nicht untergegangen, rechtsfähig, aber mangels Organe handlungsunfähig. Das heißt, wir schauen uns jetzt mal die Organe in Mecklenburg an. Ja? Da haben wir zum einen, wenn hier von Verfassung Mecklenburgs die Rede ist, ne, dann darf man sich wirklich keine klassische Verfassung vorstellen mit Paragraphen und Artikeln, sondern hier heißt das Wort Verfassung wirklich ein Zustand. Ja? Das ist, das kann sich ja so auch übersetzen lassen. Eine Verfassung ist ein Zustand. Das ist der Zustand Mecklenburgs. Wir haben da also einmal ganz oben einen Großherzog und das ist tatsächlich noch ein absolut regierender Monarch, eben weil es hier keine moderne Verfassung gibt. So, dann ist das Land geteilt in drei Bereiche. Da haben wir einmal das Domanium, die Landschaft und die Ritterschaft. So, das teilt sich wie folgt auf. Das Domanium ist der landesherrliche Besitz. Das ist der Besitz des Großherzogs, sein Eigentum.
Das sind 44% von Mecklenburg. Dann haben wir die Landschaft. Die Landschaft umfasst 48 Städte und 12% des Landes. Und dann haben wir die Ritterschaft und das sind die Besitzer der Rittergüter und das sind wiederum ungefähr 44%. So, und jetzt haben wir einmal den Landtag. Ja, der wird gebildet aus den Bürgermeistern und Gutsbesitzern, ja, von Landschaft und Ritterschaft. Die bilden den Landtag. Da gibt es noch was dazwischen geschaltet, das haben wir auch gesehen. Das sind die Staatsbehörden aus den Ministern, die dann auf den Landtag für den Großherzog verhandeln mit dem Landtag. Das heißt, dass die Politik in Mecklenburg wurde in Hinterzimmern gemacht und das Volk wurde meistens auch gar nicht darüber informiert. Ja, ist ganz klar. So, und dann haben wir eben auch noch mal gelesen, politische Gemeinden, ich habe das mal in Anführungszeichen gesetzt, gibt es tatsächlich nur im landesherrlichen Besitz und in der Landschaft. Ja? Das ist der Zustand Mecklenburgs. So, und da gehen wir jetzt tatsächlich mal, weil das ja relativ, das sind vier unbekannte Dinge. Keiner von uns weiß, was ein Großherzog ist, keiner weiß, was ein Domanium ist und keiner weiß, was die Landschaft oder die Ritterschaft ist. Wir gehen da jetzt wirklich Punkt für Punkt mal durch. Haben wir den Großherzog, das ist das Staatsoberhaupt, absolut regierender Monarch. Das ist der Landesherr und Gebieter, in diesem Sinne wortwörtlich. Ja? Er ist der Träger der Staatsgewalt und Souveränität. Er ernennt Minister. Er besitzt das Land des Domaniums, er bestellt Bürgermeister und er bestätigt Gutsbesitz. Ne? Das ist so, wirklich oben mit seiner Krone sitzt er da und hat das Land unter sich. Schauen wir uns das Domanium an, ne? Also der landesherrliche Besitz, sein Land. 44% verfügt seit 1863 über eine Gemeindeordnung. Das ist schon mal was. Ne? Es gibt Gemeindeordnungen für den landesherrlichen Besitz. Die wurde 1869 revidiert. Die Gemeindeordnung kommt ursprünglich aus dem Armenwesen. Ne? Da hat der Großherzog mal gesagt, wir müssen uns irgendwie mal sozial um die Armen kümmern. Und da gab es Armenwesen. Und aus dem Armenwesen dann ist die Gemeindeordnung erwachsen. Wie gesagt, er hatte auch Bestrebungen, eine Verfassung einzuführen. Die ist leider kassiert worden aufgrund Widerstände der Ritterschaft. Ja? Und warum das funktionieren könnte, das werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns mit der Ritterschaft beschäftigen. Wir schauen uns jetzt mal die Gemeindeordnung an. Ne? Dann schauen wir mal, was wir da so finden. Da haben wir von den Ortsvorstehern. Ortsvorsteher ist in den Dörfern der Dorfschulze, welcher vom Landesherrn aus den im Gemeindebezirk selbstständig wohnhaften Gemeindeangehörigen ernannt und durch das Amt in Eid und Pflicht genommen wird. Ne? Also hier steht schon mal der Gemeinde, also der Dorfschulze, also Bürgermeister von der Gemeinde, wird direkt vom Landesherrn legitimiert. So. Und das sieht man dann auch schön später, nämlich in den Aufgaben, die so ein Ortsvorsteher hat. Ne, da heißt es, der Ortsvorsteher sind die Verwalter der Ortspolizei. Ne, hier heißt also nicht, dass Rechte übertragen wurden, sondern hier, er verwaltet das tatsächlich nur, nämlich für den Herrn. So, der Dorfschulz ist das eine. Und dann gibt es noch den Gemeindevorstand. Ne? Der Gemeindevorstand besteht aus dem Dorfschulzen und einigen Schöffen. Das erste Mal, das heißt hier in diesem Sinne das erste Mal zur Einführung der Gemeindeordnung, das erste Mal hat das Amt die Schöffen frei zu ernennen und in der Folge präsentieren bei Erledigung einer Schöffenstelle die bleibenden Mitglieder des Gemeindevorstands zur Auswahl und Bestätigung dem Amte zwei zur Übernahme des Schöffenamtes geeignete Personen. Das Amt hat das Recht, beide Präsentierten die Bestätigung zu versagen. Das heißt, also, man präsentiert zwei Leute und das Amt sagt, ja, wir nehmen mal den, das ist jetzt auch hier Gemeindevorstand. Das ist also nichts mit demokratischer Wahl oder so. Wenn hier die Rede ist von das Amt, ja, das ist die Frage, was ist das für ein Amt? Das ist das sogenannte Dominialamt, man könnte sagen Bezirksverwaltung. Ja, das war eigentlich auch schon die Organisation im Domanium, ne, im landesherrlichen Besitz. Das ist so organisiert. Wir haben ganz oben den Landesherrn, das ist sein Besitz. Der Landesherr hat Minister über ganz Mecklenburg. Dann gibt es die Dominialämter. Der Landesherr ernennt den Dorfschulzen. Ne, und jetzt denken wir mal so an vorhin, an die Selbstverwaltung. Selbstverwaltung gibt es. Ja, also die müssen sich um ihren Scheiß selber kümmern in der Gemeinde, aber sie haben keine Herrschaftsrechte, werden hier nicht übertragen, sondern sie leben im Domanium, der Landesherr bleibt der Landesherr und unabhängige Personen gibt es auch nicht, weil so ein Dorfschulze wird ja nun mal direkt vom Landesherrn abgesegnet. Der nächste Punkt, die Landschaft, ne? Das sind die 48 landtagsfähigen Städte, 12% des Landes, die verfügen tatsächlich in der Regel über Stadtordnungen. Ich habe mir die nicht alle angeschaut. Es ist mühsam. Es ist wirklich mühsam. Es gibt ein Werk von Rabe, das nennt sich Mecklenburgische Vaterlandskunde und spezielle Ortskunde. Das sind zwei Bände, a 1500 Seiten, wo wirklich jede Stadt und jeder Ort, jeder kleine Ort, ja, explizit ausgeschrieben steht, wem gehört es, wie ist organisiert, gibt es eine Stadtordnung. Deswegen, ich habe mir das mal angeschaut für Penzlin und für Malchin. Und dann kann ich sagen, also in Malchin und in Penzlin gibt es tatsächlich
Stadtordnungen. So. Und dann hieß es vorhin hier Ausübung der Rechte durch Bürgermeister. So, und da ist es interessant, auch mal richtig hinzugucken. Ich habe gedacht, da wir die Penzliner Runde sind, schauen wir uns jetzt mal die Stadt Penzlin ein bisschen genauer an. Nämlich in der Schilderung von Raabe, Stand 1894. Das sind knapp 2000 Hektar Stadtgebiet inklusive Stadtfeldmark. Stadtfeldmark heißt, es gibt hier tatsächlich irgendwo ein großes Stück Acker. Ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, wo das liegt, aber es ist ein großes Stück Acker, wo die Stadtackerbauern für die Stadt Nahrung produzieren. Es gibt auch einen Stadtbauhof, das ist also der Hof zu diesem Ackerland. Ja? Und es gibt auch irgendwo da draußen noch eine Mühle. Das alles gehört zum Stadtgebiet und zur Stadt Penzlin. Penzlin hatte 1894 ein Amtsgericht, ein Krankenhaus und eine Schule. Und die Stadt selber hat auch Gewerbe betrieben oder wenn man das so nennen mag, ne? Forstwirtschaft, Torfwirtschaft und Verpachtung, das waren so die Einnahmequellen. Es gibt einen Stadtkassenüberschuss. Ja? 1890 betrug der 21.529 Mark. Das sind ungefähr 366.000 Euro. Ich finde es ganz ordentlich, ne? So gemessen an der Gegenwart. Ja? Jetzt fragt man sich, woher kommt die Zahl in Euro? Ne? Wer von euch ist Gebäudebesitzer? Der schaut einfach mal auf die Gebäudehaftpflichtversicherung. Ne? Da steht der Umrechnungskurs für Mark und Euro steht da drauf. Ist bei 17 Euro sind eine Mark ungefähr im Moment. Oder so war es zumindest vor 2 Jahren. So. Ich finde, hier sollte man noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil wir sind ja in Penzlin. Also schauen wir uns mal an, wie Penzlin sich so zusammensetzt, diese Stadtkassenrechnung. Ne? Da kriegt man einen guten Einblick, wie die Stadt so funktioniert. Ne? 1890 gibt es Stadtkassenrechnung. Ne? Da heißt so Einnahmen aus Forstwirtschaft, Torfwirtschaft, Beleuchtungssteuer, ja? Eisenbahnsteuer, Garten- und Ackerverpachtung, Heugras, Weidegeld, Mühlenkanon und Stadthofpacht. Ne? Schau mal, irgendein Bauer hat sich da angesiedelt auf dem Stadthof und hat dafür Pacht bezahlt, dass er da sitzt. Und die Ausgaben weisen dann unter anderem auf so, also Gehalte wahrscheinlich für die Gemeinde, Ausgaben für Forstwirtschaft, Torfwirtschaft, Stadtschule, Armenpflege, Krankenhaus, Straßenbeleuchtung. Ne? Hier finde ich ganz interessant, ne? Armenpflege, 420 Mark, ist jetzt nicht so viel. Ne? Ich weiß nicht, wie heute die Sozialkassen aussehen, aber also man hat mehr fürs Krankenhaus ausgegeben als für Armenpflege. Hier gibt es kein Krankenhaus mehr, aber die Armenaufwendungen sind wahrscheinlich exorbitant. Okay, gehen wir mal in den Text rein, nämlich ich habe Originaltext hier von Raabe, mal aus dem Buch, wie so Penzlin funktioniert. Hat das schon mal ins Forum gestellt, weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt, weil hier wird beschrieben, wie der Magistrat der Stadt funktioniert. Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister und 2 Ratmännern. Über die Besetzung dieser Stellen besagt die Stadtordnung Folgendes. Also es gibt eine Stadtordnung, ne? Weiß nicht, wo die liegt, wahrscheinlich im Archiv oder weiß es nicht. Ist die Stelle des Bürgermeisters eröffnet, so schlägt zu deren Wiederbesetzung der Magistrat der Landesregierung 3 geeignete Männer vor, aus welchen diese einen erwählt und bestellt. Vorher hat jedoch der Magistrat den Bürgerausschuss über die Qualifikation dieser Kandidaten zu hören und an die Stelle der danach sich etwa als ungeeignet ergebenden Präsentanten andere, gegen welche der Bürgerausschuss mit Recht nichts einzuwenden kann, zu wählen. Die Ratsherren hingegen werden in der Art erwählt, dass der Magistrat dem Bürgerausschuss 3 qualifizierte Kandidaten in Vorschlag bringt und dieser davon einen auswählt. Der Bürgerausschuss besteht aus 12 Repräsentanten, die derart gewählt werden, dass die Bürgerschaft dem Magistrat für jede Stelle 2 geeignete Bürger zur Auswahl präsentiert. Also ein demokratisches Verfahren sieht anders aus. Ne? Hier werden immer irgendwelche Vorschläge gemacht und wo dann die das Sagen haben, die picken sich dann raus, wer in ihrem Gremium sitzen darf. Ganz wichtig an dieser Stelle ist eigentlich nur das hier. Ja, der Bürgermeister wird von der Landesregierung erwählt und bestellt. Ne? Also hier kommt wieder der Landesherr ins Spiel. Ne? Der Großherzog sagt, du bist Bürgermeister von Penzlin und sonst keiner. Eine andere Stelle ist auch noch sehr interessant. Ne? Wir hatten das vorhin schon mal mit Gemeindebürgern und Gemeindeangehörigen. Hier ist die Rede von der Bürgerschaft und geeignete Bürger. Ne? So, jetzt ist es so, in Penzlin ist nicht jeder Bürger. Ne? Also nicht jeder, der seinen Wohnsitz hier hat, oder ne? Der ist hier Bürger, sondern das Bürgerrecht wird von den Bürgersöhnen gegen ein Bürgergeld von 15 Mark von Nichtbürgersöhnen und Auswärtigen desgleichen von ca. 50 Mark erworben. Also um überhaupt das Bürgerrecht zu bekommen in Penzlin, muss man erstmal das Portemonnaie aufmachen. Ne? Wir erinnern uns hier Faktor 15, ne? 170 und dann haben wir nochmal so von, das sind 250 Euro, ne? Damit ich die Bürgerrechte habe. So, und für Auswärtige brauchen wir gar nicht überreden, denn das sind ja dann schon 850 Euro ungefähr, ne? Damit man die Bürgerrechte erwerben kann. Ja. So war Penzlin 1894 organisiert. Ne? Also Organisation der Stadt Penzlin. Der Landesherr nennt den Bürgermeister und die zahlenden Bürger haben irgendwie Einfluss darauf. Ne? So einfach kann man das darstellen.
denke mal wieder an die Selbstverwaltung. Ne? Selbstverwaltung, ja, haben wir alles. Ne? Armenpflege, Schule, ne? Haben wir alles da. Herrschaftsrechte auch. Ne? So eine Stadt hat Herrschaftsrechte und schon sehr lange. Das Problem ist, es gibt hier keine unabhängigen Personen, ne? Sondern die sind wieder abhängig vom Landesherrn. So, damit haben wir jetzt einmal das Domanium beleuchtet, abhängig vom Landesherrn. Wir haben die Landschaft beleuchtet, nämlich die Städte, abhängig vom Landesherrn. Jetzt der dritte Teil, das ist die Ritterschaft. So, und die Ritterschaft, das sind 44% des Landes, das sind die Gutsbesitzer oder auch der erbliche Adel. Und das sind tatsächlich Ritter, freie Herren auf eigenem Grund. So, und das ist ganz wichtig, weil auf eigenem Grund aus diesem Eigentum erwachsen Hoheitsrechte. Ne? Heißt auch heute noch, Eigentumsrechte sind die höchsten Rechte. Ne? Das heißt, wenn also jemand Eigentum an so einem Land erwirbt, wirklich Eigentum und nicht nur Besitz, so, dann hat er die höchsten Rechte daran. Ne? Das heißt, ich kann dann wirklich außenrum eine Grenze ziehen und sagen, hier drin gilt jetzt, weiß ich nicht, Scharia-Recht zum Beispiel. Ne? Das kann ich festlegen, weil es mein Eigentum. Ja, 1945, Rote Armee ist angerückt. Ne? Spätestens dann wurde diese Gutsbesitzer enteignet und das ist nichts anderes als ein Rechtsbruch, ne? Weil damit sind die Hoheitsrechte ja auch zum Erliegen gekommen, weil man den hat ihnen ihr Eigentum entzogen. Die Rechte dieser Ritterschaft, ne? Da habe ich wieder ein anderes Buch mir mal raussuchen müssen, ist auch sehr umfangreich, Hugo Sasse, die landständische Verfassung Mecklenburgs von 1907, der beschreibt also mal, wie das da organisiert ist mit den Rechten der Landstände und das ist ganz interessant, weil es geht ganz schnell. Das ist die Grundherrschaft aus Grundeigentum. Ne? Und jetzt muss man sich überlegen, wir sind heute im See- und Handelsrecht. Ne? See- und Handelsrecht. Und das ist eine Grundherrschaft. Ne? So wie ein Grundgesetz scheint wichtig zu sein an der Stelle. Ja? Aus dieser Grundherrschaft erwächst die sogenannte Ortsobrigkeit. Ne? Da ist die Obrigkeit am Ort. Ne? Das heißt also, er kann wirklich entscheiden, was auf seinem Eigentum da passiert. Und in der Regel hat sich das so gestaltet, er hatte die Gerichtsbarkeit in der Regel durch sogenannte Patrimonialgericht, also wenn es irgendwelche Streitigkeiten gab auf seinem Land, ne, er hatte das Gericht. Das hat sich geändert durch das Reich, ja, mit der Einführung der Zivilprozessordnung 1879. Dazu muss man wissen, Reichsgesetzgebung geht vor Landesgesetzgebung. Ja, das heißt also, alles, was das Reich beschließt, das betrifft auch unten auch die Ritter, ja, weil die sind Bestandteil des Reiches. Auf jeden Fall. Da wurde die Zivilprozessordnung eingeführt, damit mussten die sich daran halten. Dann zur Ortsobrigkeit gehört die Ortspolizei. Dann das gleiche in Grün, Einführung der Strafprozessordnung, Einführung Strafgesetzbuch, war für ihn dann auch halt verbindlich. Ne? Auch, also dann doch eingeschränkt in seinem Eigentum. So. Und aus dieser Ortspolizei, das ist ganz interessant, ne? Daraus erwächst nämlich ein Polizeiamt, ein Polizeirichter und eine Polizeigewalt. So, und damit haben wir den sehr kuriosen Fall. Ne? Wir haben einmal Selbstverwaltung sowieso, ja? Dann Herrschaftsrechte hat er aus Eigentum. Unabhängig ist er auch, weil er ist ein freier Herr. Und damit haben wir den kuriosen Fall, dass tatsächlich für diese Ritter, ja, greift die Drei-Elemente-Lehre. Das heißt, es ist ein kleiner Staat im Staat. Ja? Weil ich habe das Volk mal in Anführungszeichen gesetzt. Er ist der Herr auf seinem Grund, aber da hat er die sogenannten Hintersassen, ne? Was weiß ich, seine Bauern oder wer halt bei ihm angesiedelt war auf dem Land, das sind seine Hintersassen. Das heißt, da ist tatsächlich auch Volk vorhanden, über die er Gericht halten konnte. Ja? Und das heißt, so ein Ritter ist ein Staat im Staat, ne? Nach Drei-Elemente-Lehre. Und das macht das Ganze sehr kompliziert. So, haben wir letztes Mal schon gelernt, ne? Wo Rechte sind, da sind auch Pflichten. Ja? Schade, dass Goyko nicht hier ist, ja? Weil ich werde jetzt mal eine Lanze für den Adel brechen. Ich glaube, der ist auch erstens falsch dargestellt und zweitens ziemlich missverstanden. Deswegen zeige ich euch jetzt mal kurz, wer überhaupt der Adel ist. Ne? Weil man hat ja immer dieses blaue Blut und Königshäuser vor Augen. So. Aber das geht in eine ganz andere Richtung. Weil vor allen Dingen haben die eine Pflicht. Ne? Und das ist die führende Rolle in der Landesverteidigung. So, das heißt, es ist der Grundsatz, Blut für Gut. Das heißt, ist ganz klar, wenn ich auf meinem eigenen Land sitze und ich werde angegriffen, dann bin ich dafür verantwortlich, mein Land zu verteidigen, weil ansonsten verliere ich das. Das war der Deal. Aber ein schickes Buch, Friedrich der Große, 1912, um mal den Adel euch ein bisschen schmackhaft zu machen. Der Adel hat dem Vaterlande reichliche Opfer gebracht. Mühsam gewann er der Scholle ab, was zur Erhaltung der Familie erforderlich war. Seine Söhne aber hat er dem König geliefert. Meist wurden sie in Kadettenkorps erzogen und für die Offizierslaufbahn vorbereitet. Ne? Das macht wirklich Sinn, weil der Adel ist verbunden mit dem Boden. Und wenn das die Offiziere sind, ja, dann macht das wirklich Sinn. So. Dann heißt es weiter in dem Buch, mehr als 1500 meiner Offiziere, sagt Friedrich in seinen Denkwürdigkeiten, waren auf dem Schlachtfelde geblieben und hatten die Anzahl des Adels außerordentlich verringert. Sie haben ihre Opfer gebracht. Ne? Und weiter heißt es, ganze Familien verloren ihre männlichen Mitglieder.
Von 8 Gebrüdern auf Blankensee blieben 5 vor dem Feinde. Einer wurde schwer verwundet. Von 5 Söhnen von Derschau blieb einer bei Zorndorf, einer bei Kunersdorf, einer bei Liegnitz. Ein 4. wurde schwer verwundet. Ne? Das ist so das Bild, das man gar nicht vom Adel hat. Die haben tatsächlich ihre Verantwortung auch ernst genommen. So, und da habe ich mir jetzt exemplarisch mal, weil hier geht es ja um Friedrich, das ist weit weg, hier Kunersdorf. Ich habe mir tatsächlich meine Familie rausgesucht, ja, die war hier sehr wichtig, das ist die Familie Malzahn. Die ist sowohl wichtig hier für Penzlin, weil die hatten hier mal Einfluss, ist auch wichtig für den Ort, wo ich bin, in Ivenack, weil das war deren Gut. Ja? Das sind aber unterschiedliche Malzähne. Das sieht man hier, die kommen alle aus einem Stamm, das ist Molzahn. Ja, die teilen sich dann auf in Malzahn ohne Haar und Malzahn mit Haar, ist aber immer noch ein großer Familienstamm. So. Das ist die Ehrentafel der Familie Malzahn, ne? Der in den Kriegen von 1864 bis 1918 gefallenen Mitglieder. Ja, und als ich das gesehen habe, da musste ich auch erstmal schlucken, ne? Weil das geht dann wirklich Schlag auf Schlag. Hier bei der Erstürmung der Insel Asen, ne? Dänischer Krieg, Schlacht bei Königsgrätz, Unabhängigkeitskrieg gegen Österreich. Ne? Dann haben wir hier 1870, ne? Freiheitskrieg gegen Frankreich. Ne? So, hier auch 1870, Frankreich. Dann geht das weiter. Hier haben wir einen vor Helgoland, das ist dann schon der Erste Weltkrieg. Ne? Ja, immer wieder auffallen, ne? Alle im Dienste Preußens, ne? Hauptmänner und Oberleutnant und Kapitänleutnant und was wir da nicht alles haben. Das geht noch weiter. Hier ist sogar eine Frau dabei. Ne? Ulrike Lilly Gabriele Freien von Malzahn infolge Anstrengung der Pflege Verwundeter. Ne? So. Der Adel wird dann doch auch, unsere Geschichte wird ja häufig seltsam dargestellt, so, aber auch das gilt auch für den Adel und das, weil er eine tragende Rolle hat, in Mecklenburg ganz besonders. Ne? Und dann gibt es nochmal eine ganz besondere Form von Adel und das ist in Mecklenburg der sogenannte Erblandmarschall. Ja? Was der für eine Rolle spielen könnte, weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher drüber, weil 3000 Seiten muss man erstmal lesen. Auf jeden Fall heißt es, der Marschall steht an der Spitze der Mannen des betreffenden Landes. Er ist Anführer und Wortführer der Ritter und Landschaft. Der Landmarschall steht in jedem Kreis einer bestimmten Familie des eingeborenen Adels erblich zu. Und schauen wir mal die drei Kreise an. Da haben wir einmal im Kreis Wenden, ist das von Malzahn. Ich glaube, das ist hier. Ne? Also Malzahn wäre jetzt der Landmarschall im Bereich Penzlin. Dann haben wir Mecklenburg, das ist die Familie von Lützow. Und im Kreis Stargard haben wir von Hahn. Und damit haben wir auch zufällig schon die drei größten Adelsfamilien in Mecklenburg. Und jetzt kommt noch dazu, hier steht explizit eingeborener Adel. Ne? Das sind also wirklich Ur-Mecklenburger, die hier mit dem Landmarschall betraut wurden. So, für mich stellt sich da eigentlich nur eine Frage an dieser Stelle. Ja? Hat dieser Landmarschall Militärgewalt? Ja, weil das könnte noch wichtig werden. Ne? Weil es geht ja auch um Lösungsansätze für Mecklenburg. Ja, Lösungsansätze für Mecklenburg. Reorganisation. Wir haben uns jetzt mal die Organe angeguckt in Mecklenburg. Ne? Staatliche Organe habe ich genau 2 gefunden. Das heißt, hier stecken eigentlich mehr drin als 2. Ne? Im Domanium und in der Landschaft ist das staatliche Organ ist der Großherzog. Das ist so. Ja? Dann in der Ritterschaft sind es die Gutsbesitzer, jeder für sein eigenes Gut. Ne? Das ist der Titel des Vortrags. Aus Unrecht kann kein Recht erwachsen. So, jetzt stehen wir hier und wollen unser Recht einfordern und unser Recht wahrnehmen. So, aber es gibt Leute, deren Rechte wurden schon früher verletzt. Und es geht darum, auch diese Rechte zu wahren. Ne? Das ist eine Frage der Legitimität. Ja? Auch wenn es noch keine Verfassung gibt, ja, um auf staatlichen Boden zurückzukommen, muss man die Legitimität wahren. Weil das nicht jedem ein Begriff ist, diese Legitimität, habe ich das auch nochmal aus dem Köbler rausgezogen. Ne? Legitimität ist die Gesetzmäßigkeit oder Rechtmäßigkeit, ist die Rechtfertigung des Staats durch inhaltliche Werte bzw. einem weiteren Sinn, die Übereinstimmung eines Verhaltens oder Zustandes mit einer behaupteten Wertordnung. Ne? Das muss man einfach mal sehen. Also Legitimität ist eine Frage des Wachsens. Das ist alles gewachsen über Jahrhunderte, meinetwegen über Jahrtausende sogar. Ne? Das hat sich alles entwickelt. Wie das Völkerrecht auch. Das Völkerrecht ist über die Jahrhunderte, ist das bis zu einem gewissen Stand, ist das gewachsen und hat sich entwickelt. Und an einem bestimmten Punkt, da gibt es einen Bruch. So. Und diese Legitimität, ja, die gilt es wieder herzustellen. Wie gesagt, in Preußen wäre das ganz einfach. Ne? Man nimmt die Markung, man nimmt die Gemeindeordnung, man nimmt ein paar Willige so und ratzfatz hat man die Gebietskörperschaft wieder. Hier wird das nicht funktionieren, weil der Großherzog kam nicht dazu, uns diese Rechte zu übertragen, weil die Gutsbesitzer, ja, das waren diejenigen, ja, die damals beim König von Preußen gesagt haben, hör mal, der hat eine Verfassung gemacht, das geht so nicht, ja, weil der beschränkt uns in unseren Rechten. Ja, das kann ja nicht sein, weil ich bin doch Herr auf meinem Lande. Ja, wie kann der das machen? Wie kann der da sagen, wir machen jetzt hier eine Verfassung? Und das war, also die Gutsbesitzer, die Ritterschaft, ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum es in Mecklenburg noch keine Verfassung gibt.
Ne? Heißt nicht, dass man nicht irgendwann dahin gekommen wäre. Ne? Alles passiert 50 Jahre später in Mecklenburg. Aber zu dem Zeitpunkt, als hier Rechtsbrüche begangen wurden, war das nun mal leider noch nicht der Fall. Es ist also eine Frage der Legitimität. Legitimität. Schauen wir nochmal zurück auf den Monarchen. Da heißt es, in beiden Großherzogtümern besteht die Linealfolge mit Erstgeburtsrecht. Beide großherzogliche Häuser sind durch Hausverträge verbunden. Im Fall des Aussterbens der einen Linie ist die andere Linie Thronfolge berechtigt. Dann schauen wir nochmal auf den Monarchen drauf. Wer ist der legitime Landesherr Mecklenburgs? Der Mannstamm der Linie Mecklenburg-Schwerin ist erloschen. Es gibt jetzt nur noch eine Erbin, das ist ein Mädchen. Ne, und da heißt es aber, wenn der Mannstamm erlischt, ne, dann fällt das Erbe an das andere Haus. Also fiel das Erbe an das Haus Mecklenburg-Strelitz. Und der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz ist damit Großherzog von ganz Mecklenburg. Ne? Ist die Frage, hat es einen? Ja, es hat einen. Das ist Borwin. Ne? Borwin ist Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard, Chef des großherzoglichen Hauses Mecklenburg-Strelitz. Das ist der legitime Erbe und Landesherr von Mecklenburg. Und das ist Borwin. Ne? So sieht er aus. Das ist Borwin mit seiner Frau. Die leben irgendwie jetzt in Freiburg, auch schon eine ganze Weile. Ne? Ich sag mal, wollten nicht unbedingt in der alten Heimat bleiben, weil ausgerechnet in Strelitz hat man das Schloss dann auch. Ne? Ist ja abgebrannt oder so. War das die Sowjets? Ich weiß gar nicht. So. Also er wäre oder ist der legitime Erbe. Ne? Jetzt ist natürlich keiner da, der seine Rechte anerkennt. So schaut er aus, der Großherzog. Dann ist die Frage nach der anderes Organ. Ne? Wer ist die legitime Ritterschaft Mecklenburgs? Ne? Die Gutsbesitzer wurden durch Sowjetbefehl enteignet. Ne? Das heißt, die Grundherrschaft ging in die Verwaltung über. Ne? Handelsrecht, das ist passiert. Auch hier an dieser Stelle der Hinweis, aus Unrecht kann kein Recht erwachsen. Ne? Es gibt irgendwo einen Rechtsbruch, den gilt es zu heilen, erst dann kann das Recht wieder greifen, weil wir können uns kein Recht nehmen, was wir nicht haben. So. Nochmal der Hinweis, Grundeigentum bedingt Grundherrschaft. Ne? Das ist also wirklich das Eigentum, das damals enteignet wurde. Musste ich mir auch lange einen Kopf drüber machen. Ne? Ist aber keine Frage, weil ich habe ja Ehre im Leib. Meine persönliche Situation ist diese. Die mir zugeordnete juristische Person hat Besitz an einem Grundstück erworben, das zuvor seinem Eigentümer mit Gewalt genommen wurde. Es handelt sich um Hehlerware, § 259 StGB. Ja? Kann man drüber nachdenken mal. So, ne? Jemand wurde sein Land gestohlen und ich habe das jetzt irgendwie erworben, ne? Mit Hilfe von einem Notar. So, wo das hinführt, ich weiß es nicht. Für mich ist das eine Frage des Rechtsbewusstseins. Ne? Ist einfach so, weil man hat das irgendjemandem genommen. Ja? Man hat mich getäuscht, man täuscht uns alle. Ja? Man zieht uns die Kohle aus und sagt, wir haben kein Eigentum erworben, wir haben im besten Fall Besitz. Ne? Erinnerung, Sperre und Kontrolle von Vermögen, das heißt, wir können sowieso kein Eigentum erwerben. So, aber das Eigentum wurde jemand anders genommen. So, und das wirft aber eine ganz spannende Frage aus, nämlich die Auswege daraus. Ne? Was sind die Lösungsansätze? Ja? Wie kommen wir denn jetzt wieder in die Staatlichkeit in Mecklenburg? Die Wiederherstellung der staatlichen Handlungsfähigkeit, ne? Das heißt die Reorganisation, das müsste heißen, die Organe wieder einzusetzen. So, nochmal der Hinweis, aus Unrecht kann kein Recht erwachsen. Ne? Wie gesagt, ich finde es eigentlich schade, dass Golko nicht da ist, ja, weil Golko ist ja eigentlich der, der immer den Adel so verteufelt. Ne? Und ich brauche keinen Führer und ich brauche keinen König und ich brauche keinen Fürst. Ist schade, weil wie soll es funktionieren? Ja, fragt man sich an der Stelle. Wir müssen die Legitimität wahren. Und das in allen Bereichen. Ne? Legitimität ist das A und O. Es ist das Gewachsene, ja, was irgendwann unterbrochen wurde. Und da muss man wieder anknüpfen, um auf staatlichen Boden zu kommen. Das heißt, man muss die Rechte des Landesherrn und auch der Gutsbesitzer achten, weil ihnen wurde Unrecht getan, ne? Wurden enteignet, vertrieben. Ne? So, warum ist das wichtig? Es ist darum wichtig, weil der Landesherr in seinem Herrschaftsbereich sowohl eine Verfassung als auch eine Gemeindeordnung verordnen kann. Ne? Das heißt, er kann etwas installieren, was uns aus der Krise hilft. So, das Gleiche gilt für Gutsbesitzer, weil die können nämlich in ihrem Herrschaftsbereich, in ihrem Gutsbesitz wiederum moderne Gemeindeordnungen verordnen. Ja? Aber, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dafür habe ich zwar keinen Rechtssatz, so, aber Schiller ist, glaube ich, moralisch eine gute Stütze so, und bei Schiller heißt es, Verrat trennt alle Bande. Ne? So, da muss man also wirklich auch im Detail mal hinschauen, wie sich das verhält, ja? Sowohl bei Landesherren als auch bei Gutsbesitzern, ne? Weil Verrat trennt alle Bande. Das heißt, man muss tatsächlich mal eine Prüfung machen, ob und in welchem Umfang ein Erbe von Herrschaftsrechten, ne? Sowohl Landesherr als auch Gutsbesitzer, mit Feinden kollaboriert. Das ist die eigentliche Frage. Ne? Was ist Verrat? Ne? Verrat heißt mit Feinden kollaborieren. Landesverrat, Hochverrat. So, da muss man Prüfungsroutinen anlegen. Die Frage, existiert überhaupt ein legitimer Erbe? Ne? Wenn ein Erbe an einem Grundeigentum da ist, so, dann erbt er ja die Rechte quasi daran auch mit. Also ist die Frage, gibt es einen Rechtsnachfolger?
So, und dann ist die Frage, kollaboriert dieser Rechtsnachfolger mit dem Feind? Gibt es irgendwelche Gründe, die dagegen sprechen, seine Rechte anzuerkennen? Ne? Da käme zum Beispiel in Frage Parteimitgliedschaft oder Parteifunktion. Die Frage, ist Parteimitgliedschaft so dramatisch wie Parteifunktion? Weiß ich nicht. Amtsträger in der Treuhandverwaltung oder gar Militärdienst für den Feind? Ne? Große Frage. Schauen wir uns mal an, das ist einfach. Ne? Der Borwin ist nur einer, bei den Gutsbesitzern wird es ein bisschen komplizierter. Beim Borwin, ich habe mir den mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, so ist, ich finde, ein sehr integrer Mann. Er ist Hauptmann der Bundeswehr, das heißt, er hat über den Wehrdienst hinaus in den Diensten des Feindes gearbeitet. Ja? Ich habe mir da auch gleich eine Bewertung angemaßt, ja, weil ich kenne ja die Geschichte und ich weiß, dass sowohl Könige als auch Herzöge als auch Fürsten mussten immer eine militärische Ausbildung durchlaufen. Ja? Das ist einfach sein, er ist ja das Staatsoberhaupt. Traditionell erforderlich nenne ich das, ne? Militärausbildung. Also ich finde, so ein Fürst oder Großherzog, der muss auch schon militärisch irgendwie geschult sein. Also den Hauptmann würde ich ihm nachsehen. An der Stelle würde ich sagen, das ist der legitime Rechtsnachfolger, ist das Staatsoberhaupt, ein absolut regierender Monarch und er hat das Herrschaftsrecht über 56% Mecklenburgs. Ne? Weil wie gesagt, ich habe an anderer Stelle nichts über ihn gefunden, was dagegen spricht. Ja? Im Gegenteil, der Mann hat einen Orden, ne? Orden vom Greif oder so. Ne? Das heißt, er ist auch mit der Ritterschaft irgendwie noch verbunden und er hält sich, was das BRD-System geht, weitestgehend raus. Ne? Da werden wir gleich noch ein anderes Beispiel sehen. So, das wäre jetzt die Prüfungsroutine für den Großherzog. Ne? Prüfungsroutine Gutsbesitzer, das ist viel aufwendiger, ja, weil das sind ganz viele. Ja, das, wie gesagt, also das Buch, das hat 3000 Seiten, jeder Ort ist genau beschrieben, wem gehört das Gut und, ne, und wie ist das geregelt und mit Erbe und das alles genau beschrieben. Hab mir jetzt mal meinen rausgepickt hier, ne? Beispiel Evenack, der Malzahn ist der Graf von Plessen, ist die Frage, gibt es einen Rechtsnachfolger? Jawohl, das ist der Helmut Freiherr von Malzahn, der sitzt heute auf Ulrichhusen. Ne, das hat er sich gekauft und hat da jetzt sein Schloss eingerichtet und betreibt da ein Hotel oder sowas. Da kommt der Adel auch ab und zu mal zusammen, so die Bismarcks sind da zu Gast. Ja. Also Helmut Freiherr von Malzahn, da habe ich mal bei dem ein bisschen geguckt. Ne. Kollaboriert der Rechtsnachfolger mit dem Feind, war nicht schwierig, stand gleich im Nordkorea eigentlich. Ne. So. Honorarkonsul für Polen und CDU-Kreistagsmitglied. Ne. Also ich finde, der erste Punkt ist schon, also geht gar nicht für mich, für mein Verständnis. Ja. Weil wenn man die Geschichte mit den Polen kennt, und dann auch noch im Dienste, ja, und Kreistagsmitglied, ist auch klar. Ja, also hier greift Schiller, würde ich sagen. Ja? Verrat trennt alle Bande. Also für mich hat der Mann kein Recht mehr. Sehe ich so. Ne? Stehe ich fest. Ihr könnt zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber das ist erstmal das, was ich jetzt feststelle. So, aber diese Feststellung, die wirft Fragen auf. Ne? Nämlich, wie weiter an dieser Stelle? Was passiert jetzt? Ja? Da ist Land, Evenack, ne? Das Gut Evenack. Was ist jetzt damit? Ja? Was ist, wenn der Mann sein Recht standrechtlich, ne? Kugel, Hochverrat. Fertig, der Mann ist weg. So, was ist jetzt mit dem Land? Ne? Wie geht es an der Stelle weiter? Erbfolge, Tochter, Sohn, hat die das Recht? Geht das? Ne? Verweser, funktioniert das? Kann man in der Gemeinde einen Verweser über dieses Land wählen? Ja? Oder wendet man sich vertrauensvoll an den Landesherrn und fragt den mal, wie siehst denn du das eigentlich? Ne? Oder willst du das nicht übernehmen oder die Hoheit darüber übernehmen? Das ist eine Frage, auf die habe ich keine Antwort gefunden. So. Das ist aber jetzt der eine Fall. Ne? Das ist der Fall, da ist tatsächlich ein Gutsbesitzer, der sich nicht unbedingt freundlich benimmt dem Volk gegenüber. Es gibt ja auch den anderen Fall, habe ich mir jetzt keinen explizit rausgepickt, ja, aber es könnte jeder beliebige sein, deswegen XYZ. Der Freiherr vom Ding, ja, Frage ist, ist ein Rechtsnachfolger da? Jawohl, der Friedrich Freiherr von ABC. Dann ist die Frage, kollaboriert der Rechtsnachfolger mit dem Feind? Dann stellt man fest, hat Wehrdienst geleistet. Ne? Wehrdienst ist eine Pflichtveranstaltung, so ist keiner drum rumgekommen in gewissen Zeiten. So. Hier kann man sagen, der hat sich nicht zu Schulden kommen lassen, ne? Weil er macht nichts, was irgendwie seinen Rechten entgegenspräche. Auch hier wirft das wieder eine Frage auf, ne? Wie weiter an der Stelle? Ne? Du weißt jetzt, okay, da ist jemand, der hat das Recht über das Land, so, ja, aber wie macht man an der Stelle weiter? Erkennt man das an? Setzt man den wieder ein? Wenn man den wieder einsetzt, wie funktioniert das dann? Ne? Das sind so Fragen, habe ich keine Antwort drauf. Ja? Das sind Fragen. Zur Ermittlung der Gutsbesitzer selber, ne? Das ist auch gar nicht so einfach, weil ich habe zwar dieses alte Buch, der letzte Stand ist 1894, wo die ganzen Orte drin vermerkt sind und dann auch die jeweiligen Eigentümer zu dem Zeitpunkt. Jetzt reden wir aber vom Gebietsstand 27.07.1914. In der Zeit kann was passieren. Ne? Kann man verkaufen, geht ja auch. Kann man Eigentum auch verkaufen. Ne? So, das heißt, man müsste jetzt tatsächlich mal das Buch A durcharbeiten. Wer ist wo, wie verantwortlich gewesen? Ne? Dann muss man fragen, wurde der Gutsbesitz in der Zeit danach irgendwie legitim veräußert? Wenn ja, an wen? Wer hat die Rechte erworben? Ne? Und dann nach 45 noch krasser, ja, weil 45 wurde enteignet, sondern wissen wir alles, gab teilweise Entschädigungen. Ja, und dann ist ganz wichtig, so eine Entschädigung, was wurde denn da entschädigt? Ja, also
nach meiner Kenntnis ist häufig der Fall gewesen, dass wenn ich Land habe und ich mache jetzt darauf zum Beispiel Ackerbau und Viehzucht, so, und das wird mir weggenommen, dann habe ich Verdienstausfall, ne? Weil ich kann weder Korn anbauen und verkaufen, noch kann ich Vieh züchten und verkaufen. Das heißt, nach meinem Verständnis wurde in der Regel wurde der Nutzungsausfall entschädigt, nämlich dass man es nicht nutzen kann, sein Land. So. Da müsste man aber explizit mal wissen in den Verträgen, wo ist da Verzicht geleistet worden vielleicht sogar. Er hat gesagt, okay, ich nehme jetzt hier, 2 Millionen D-Mark so und verzichte auf mein Eigentum. Was passiert denn dann in dem Fall? Ne? Wenn Verzicht auf Eigentum, wie kann legitim das Recht über diesen Boden erlangt werden? Ja? Reicht es dann, einen Staatsangehörigkeitsausweis zu haben und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt in Besitz, weil es freies Land, ja, oder wie? Ne? Das sind mehr Fragen als Antworten. So. Ja, und dann geht noch dazu, ne, also selbst wenn sie da sind, ja, dann ist immer noch die Frage, wollen sie denn auch handeln? Ja, so, jetzt die Frage, wie erfährt man das? Ne? Das heißt, wir müssen uns erstmal organisieren. So, ne? Ich finde eigentlich die Idee, der freie Ritterschaft zu gründen, den sogenannten Schwertadel, finde ich gar nicht so schlecht. Ne? Also eine Gruppe von handlungswilligen Bürgern, ja, oder nee, also Bürger kann man ja nicht mal sagen. Ne? Mecklenburger klingt vielleicht besser. Handlungswillige Mecklenburger, das gefällt mir wesentlich besser. So, da muss man mit dem jeweiligen irgendwie Kontakt aufnehmen und mal fragen. Und mal sagen, sag mal, wie siehst denn du das eigentlich? Ne? Was ist denn da gelaufen jetzt? Was ist denn mit deinem Grundeigentum eigentlich? Willst du die Rechte noch wahrnehmen oder nicht? Und dann gibt es mehr Möglichkeiten. Ne? Was ist, wenn der Rechtsnachfolger gar nicht handlungswillig ist? Ne? Was ist, wenn Borwin von Strelitz sagt, lass mich mit scheiß Mecklenburg in Ruhe, das interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ja, wie geht man denn dann voran? Wie kommt man an den Boden ran? Ja? So, da gibt es eine Möglichkeit nach BGB, Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden. Ich habe mir das 15 Mal durchgelesen, diesen Satz. Ja, das ist ein Fall für Matthias. So richtig schlau geworden bin ich daraus nicht. Ergeben sich Rechtsfolgen, weil wenn ich sowas mache, Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden, übernehme ich die volle Verantwortung. Ich, der das tue. Ne? Der andere Fall ist ja auch zum Beispiel, ne, was ist, wenn so ein Gutsbesitzer handlungswillig ist und sagt, jawohl, wäre nicht schlecht, mein Land zurückzubekommen, ne? Aber zeigt sich nicht kooperativ hinsichtlich einer Legitimierung moderner Gemeindeordnung. Ja, der sagt, also wenn ich mein Land zurückbekomme, dann will ich wieder hier absoluter Herr sein. Ne? Ich will dann auch wieder die Gerichtsbarkeit über euch haben. Ne? Du wohnst dann zwar auf meinem Land, ich lasse dir das Grundstück auch, ne? Obwohl du Hehlerware gekauft hast. So. Ja, aber wenn du Scheiße baust, ich sitze Gericht über dich. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Könnt ihr sagen, und das wäre legitim. Die letzte Lösung, ja, und das ist die krasseste Lösung. Ja? Da muss man einfach mal wissen, 31.07.1914 wurde der Kriegszustand im Deutschen Reich ausgerufen. Ne? Gibt es Reichsgesetzblatt, Ausrufung des Kriegszustandes. Ausrufung des Kriegszustandes hat zur Folge den Belagerungszustand. Über den Belagerungszustand gibt es ein preußisches Gesetz. Ja? Hat weitreichende Folgen. Ist ein großes Pamphlet, kann ich jedem nur empfehlen. Ja? Belagerungszustand ist gültig, ja? Ist immer noch in Kraft, wurde nie legitim aufgehoben. Wir befinden uns im Ersten Weltkrieg. Ja? Das heißt also auch, diese Vorschriften des Belagerungszustandes sind noch immer noch in Kraft und immer noch gültig. Und darin steht unter anderem, die vollziehende Gewalt geht an die Militärbefehlshaber über. Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden haben deren Anordnung zu gehorchen, gleichgültig, ob sie nach Gesetzen zulässig sind oder nicht. Die Verantwortung für die Anordnung tragen die Militärbefehlshaber. Das heißt, also nach meinem Verständnis, wenn so ein Militärbefehlshaber daherkommt, egal ob das eine Stadt ist oder eine Gemeinde oder ein Gutsbesitz, ja, hat das Kommando erstmal. Ja? So, egal, ob nach Gesetzen zulässig oder nicht. Nachteil ist, der Militärbefehlshaber hat die Verantwortung dafür. So, und dann ist die Frage für mich jetzt, Militärbefehlshaber klingt gut, aber wie legitimiert man so einen Militärbefehlshaber? Ne? Kann das so ein mecklenburgischer Erblandmarschall machen? Kann sagen, jawohl, du bist jetzt hier Hauptmann, ja, und dann offiziell so. Oder kann das der Landesherr machen oder würde er das machen? Ne? Oder Notstand, kann man ja auch sagen. Ne? Wir sind ja immer noch unter A, Belagerung und B, ich glaube, wir werden angegriffen. So mein Gefühl, weiß ich nicht, wie das auch so empfindet. Aber ich habe das Gefühl, wir werden angegriffen. Die Frage, Notstand, reicht es, wenn hier 20 Deutsche im Raum sind, ja, die mich legitimieren als Militärbefehlshaber? Würde das reichen im Notstand? Weiß ich nicht. Ne? Wie auch immer, das Ding hat eine ganz dramatische Folge. Ja? Weil wenn ein Militärbefehlshaber legitimiert wird, dann ist das ein aktiver Kriegsteilnehmer. Ja? Kombattant, tatsächlich Kriegspartei. Ja? Und damit gilt Kriegsrecht für den. Ne? Zwar Hager Landkriegsordnung, aber auch Kriegsrecht. Das heißt, er muss auch Abzeichen tragen, ne, Waffen offen tragen und so, alles, was dazugehört. Das ist alles geregelt in Gesetzen. Aber das ist die Folge daraus. So, ja. Mecklenburg im Jahr 2018. Es sind mehr Fragen als Antworten. Das ist einfach so. Ich habe mich bemüht, das aufzuarbeiten und einen Weg zu finden. Ja. Und je tiefer ich da eingestiegen bin, ja, umso mehr Fragen werfen sich auf. Es ist kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Ich habe jetzt mal dargestellt, was ich herausgefunden habe, ja, ich habe leider keine Lösung für euch parat. Ja, ich wünschte, wir wären in Preußen. Ja, ich wünschte es wirklich, weil es wäre so einfach. Ja. Und jetzt mal einen Schritt weiter gedacht. Wir haben gesehen, die Erbfolge geht auf Preußen über.
Wann ist das der Fall? Im Moment ist Borwin da und Borwin hat auch einen Sohn. Das heißt, auch der Sohn ist wieder legitimer Rechtsnachfolger. So, ja, und dann gilt es, seine Rechte zu wahren. Das heißt, Preußen ist hier fern. Wie wir aus der Nummer rauskommen, das kann ich nicht sagen. Ja, aber der Gedanke einer freien Ritterschaft, ja, der irgendwas versucht, der gefällt mir sehr gut. Weil Otto von Bismarck hat mal gesagt, es ist häufig besser, etwas Unrichtiges zu tun, als nichts zu tun. So, und damit bin ich am Ende von diesem Vortrag angelangt für heute.